Moin Moin, die geilen Städte, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Secret Hitler! Ihr habt es euch gewünscht, wir sind wieder mit allen acht! Das heißt, ganz Team Peetsmeet, ganz Dalukat, ganz Dadosch und ganz Mikkel ist am Schlüssel. Ja, hallo. Und ich sitze da unten in der Ecke für euch zur Info und wir gucken erstmal, wer anfängt. Letztes Mal nicht nur sieben? Na, nee, vielleicht habe ich gefehlt, aber ich glaube nicht. Nein, du hast nicht gefehlt beim letzten Mal. Du hast mich verarscht. Das ist blau. Ja, stimmt. Ja. Das war blau. Ich bin richtig enttäuscht. Ich bin richtig enttäuscht. Pass auf, jetzt kommt Pink. Oh, blau. Schon wieder blau. Ja. Ey, dann versuchen wir halt nochmal. Wie unwahrscheinlich. Alter, willst du mich verarschen? Ist das nicht Sepp? Ey, Jack, hast du nicht gesehen? Nein, das ist Türkis. Jetzt, och nein. Peter, nochmal blau, nochmal. Ja, yeah, Peter. Okay. Peter, hier bin ich. Peter, Anfang. Alter, ist doch schon wieder ein guter Hinweis, Spieler Mikkel. Zum Anfang, das freut mich. So, ihr könnt unten in der Videobeschreibung lesen, sofern ich das eintrage, wer was ist. Was ich bin, seht ihr jetzt. Peter. Und jetzt könnt ihr wieder gucken. Oder weggucken, oder wie auch immer. Ist das echt das falsche Schild? Du bist ja noch gar nicht gewählt. Doch, Peter ist previously elected, kann leider nicht Präsident werden. Schade. Okay, Mikkel, jetzt müssen wir noch den letzten Peter. Finden. Fang mal an. Peter sagt wieder nichts, by the way. Ja. Das stimmt, Peter redet wahrscheinlich. Peter hat wahrscheinlich wieder sein Mikro. Also, wenn ich jetzt das Störgeräusch ist, wird auch zu gewesen. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die letzten paar Spiele angefangen und jedes Mal war ich nach der ersten Runde confirm falsch. Raus. Das stimmt. Ich war nicht gewählt Fascho, Peter, oder nicht? Ja, okay. Ja, aber ich habe gewonnen, das war okay. Ja, gut. Aber diesmal bin ich liberal und ich möchte gerne nicht direkt am Anfang confirm Fascho sein. Wen soll ich denn zu meinem Kanzler machen? Alle mit Nein, ja? Oh, das wäre mir am liebsten. Du musst ja nicht. Das bestimmt alle mit Nein, das wäre dir am liebsten. Ja, tatsächlich, also weil dann komme ich nicht in die Gefahr. Warum sollte man das denn machen? Ja, das ist jetzt schon wieder Quatsch. Ich glaube, nee. Ihr seid ja auch nicht die letzten paar Male angefangen. Das waren die anstrengendsten Spiele ever. Weil du dann Pech hattest, drei rote du gezogen hast ja und dann das ganze Spiel. Ach, Dalu, du gehst mir jetzt schon ab. Dann nimm mich. Dalu, das ist doch schon okay. Ja, komm, wir machen das, Peter. Peter, komm. Nee, Bram, du bist doch als nächstes dran. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ja, Bram, du auch nicht, oder was? Mein Gott, der ist nie dran. Mich. Nimm Dadosch. Hallo, was? Na? Hier haben wir die drei. Oh, ja. Beweist euch direkt mal. Das ist richtig verdächtig. Beweist euch direkt mal, Peter hat gesagt, der will nicht. Ich lege einfach irgendeine Karte, keine Ahnung, was da drunter ist. Ich will eigentlich auch echt nicht. Ja, aber. Ich will eigentlich auch nicht. Der Volkswillen ist wichtiger. Aber Christian mag auch nicht. Nein. Ja, gut, die besten Lieder sind ja die, die selber nicht wollen. Peter hat selber Nein gewählt. Echt? Ja, das ist richtig. Da hast du recht, die SPD. Also ich habe Peter einfach nicht gehört. Nicht in die Scheiße die bitte jetzt direkt, Lieder, ja? Peter, da hast du recht. Na? Sechsmal rot? Oh. Oh, das ging ganz schön schnell. Also entweder sind sehr viele blau oder sehr viele rot. Wir stimmen schon ab, damit wir das später wissen. Ah, okay, alles klar. Warte mal. Na, ich habe ja schon Peter geschrieben, dass plus, das Fascho ist. Peter plus eins Angriff. Warte mal. Mal gucken, was da jetzt hinkommt. Oh, direkt, ne? Ne, ist okay. Oh. Krass, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Er hat mir zwei rote gegeben. Nee, hä? Und du hast den blau einfach aus deinem Ärmel gezaubert, oder was? Hattest du, nein. Eine rote, eine blaue. Und ich habe eine rote weggetan. Ja. Ja. Ist heute eigentlich irgendwas, spielen wir immer zu acht? Ja, ne? Ja. Okay. Immer? Oh. Nee, ich glaube, wir haben schon zu siebt gespielt. Ja, ich glaube, wir haben sogar schon mal zu sechs gespielt. Ja, das, okay. 101 war kacke. Aber so. Das ja, wie du warst. Du bist Hitler. Nein, doch. Nein. Und doch. Jetzt. Oh, oh. Bin Hitler, ich jetzt confirmed liberal? Ich habe was Gutes getan. Du kannst ja hypothetisch gesehen auch zu viele blaue gehabt haben, dass du nicht weglegen konntest. Ja, das stimmt. Ja, also da bist du, hat sich gar nichts geändert. Liberal, was ist das denn für ein Ausdruck? Ja, ihr seid immer so schnell mit eurer Einschätzung, wer was ist deswegen. Nee, das ist nicht richtig, Peter. Also dann eher Fascho. Peter hat ein Blau gelegt, der ist safe liberal. Ja, sehr gut, Christian. Du hast den richtigen Riecher bewiesen. So, Bram hat sich selbst gewählt. Nee, ich hab da nur hingestellt. Der muss schon eine Blaue legen. Peter, der erste. Und zwar als Präsident, nicht als hier, Kanzler. Dadurch kann immer noch böse sein. Das heißt, wenn ich zwei Blaue ziehe, bin ich also Bram als Liberaler würde ich gerne am Spielgeschehen. Genau, Jay, so sieht das aus, weil die Wahrscheinlichkeit so gering ist, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du liberal bist. Ja, ja. Ist wirklich so, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist. Bram, hast du Sekundenschlaf?
Nee, ich bin am überlegen, wer ich nehmen könnte. Hier, liberal. So, das ganze Game könnte sich jetzt schon entscheiden, Jay, deswegen. Genau. Du weißt aber, also deswegen, ich teile da Peters Angst. Ja. Also die Jawai, die du jetzt triffst, die ist halt elementarer für dich, wie deine eigene Karriere weitergeht. Welche Grundlagen hast du denn, auf denen du entscheiden kannst jetzt? Ich wollte gerade sagen. Ja, Mikkel ist jetzt damit raus. Ne? Mich kannst also, du nicht Bram, nehmen, aber ich wäre wenn guter. Du, wenn du liberal bist, du dann willst du da nicht, dann mach mir eine blaue. Wenn Peter nicht wenn du wow. bist, dann wähle mich bitte nicht. Ist quasi so, als würdest du anfangen. Ja, macht ja noch schon vier, Sinn, Sepp zu nehmen. Ja, macht auch Sinn, Sepp zu nehmen, erstmal. Warum? Weil das Hitler-Schild da steht. Er hat selber Hitler da hingeschrieben. Ja, eben. What the fuck? Ja, wow. Bram, da haben wir dich. Offensichtlicher ging's nicht. Was soll das denn? Will er denn auch? Oder muss ich wieder nach stimmen? Also wenn Bram liberal ist, dann will ich. Sonst will ich nicht. Achso, ja, dann fragen wir Bram eben. Bram, bist du liberal? Moment, heißt ja. Ja, pass auf, weißt du, was wir machen, Sepp? Ja? Ja. Du sagst mir jetzt die Nummer der Blüten an dem Kreis von der Party-Membership-Karte. Ja. Die einzelnen Blätter oder also ja, die, jetzt die, geht's so eine Scheiße. Ja, so ah, da hat der Mikkel schon Angst. Ja. Buchstabier mal Traitor rückwärts. Ja, ja. Wow, so, hier, so macht der Spaß. Welches Foto hast du auf deiner Karte? Du bist ein Mann oder eine Frau? Ha, es gibt keine Frauen. Tja, Sepp, das stimmt leider nicht. Ja, ne? Oh, verdammt, ich glaube, ich bin wohl Hitler. Das ist schon doppelt, ja? Er steht auf dem Tisch und du hast es ausgesprochen. Hier sind Sepp, ist deine Karte denn rot oder grün? Karten bei mir angekommen. Oha. Ich erinnere mich noch mal kurz daran, die Leute, ne, die die Karten gerade verteilen, haben Stillschweigen zu bewahren. Das ist blau. Sehr schön. Dann, ja, aber ich habe Sepp geforst. Das freut mich als Liberal. Sagen, was hast du denn noch so gezogen? Zwei blaue, und eine rote. Bram ist confirmed liberal. Wieso? Ja, warum? Ja, hat doch eine blaue gelegt auch. Ja, okay, stimmt. Dann. Sehr gut, Bram. Bitte was? Moment, du hast eine blaue gelegt. Bramen hattest du also, drei. Also ich bin von mir aus Bram wirklich liberal, ja, aber du bist liberal. Nicht confirmed so, liberal, nur weil du eine blaue gelegt hast. Ja, das Bramen, hattest du drei oder zwei? Blaue. Zwei blaue, eine rote. Und der zwei blaue von mir bekommen. Also zwei rote, eine blaue. Also sagt es gar nichts über Sepp aus. Ja, geht mir nur ich möchte mal ganz kurz sagen, wie wahrscheinlich ist das, dass ich auch zwei blaue gezogen habe, genauso wie Bram. Bitte nur kurz in den Raum. Jemand, der gut in Mathe ist. Jay, wie ist es denn bei dir? Das auch zwei, dann heißt, wir haben schon blaue sieben Würfel. Peter, dann heißt, wir haben schon vier blaue. Ich hätte jetzt da wahrscheinlich nochmal gewählt. Nee, die Wahrscheinlichkeit ist doch super gering. Deswegen ist das doch voll unlogisch, jetzt daraus zu schließen. Dann haben wir schon vier blaue. Aber eine geringe Wahrscheinlichkeit ist ja immer noch vorhanden. Aber wie viele blaue sind denn jetzt im Endeffekt weg? Pass auf, Bram. Wenn du ihn geforst hast und eine rote hattest, dann ich würde jetzt da nochmal wählen. Vielleicht kriegen wir eine blaue. Wenn wir eine rote haben, könnt ihr mich rauslassen. Aber dann bleibt so, ich denke, wir können das beenden. Ja, in dem zwei und eine wurde weggelegt. Nee, ich hatte keine zwei. Hä? Also, die Chance, dass ich drei rote kriege, ist halt da, aber wenn es halt klappt, ist wunderbar. Und wenn nicht, dann lass mich halt raus. Aber ich würde Dadosch scheiße reiten. Wieso? Nein, dann gib Dadosch halt, weil Dadosch eine blaue gelegt hat, die er von Peter bekommen hat. Ja, aber der ist doch nur der ist ja nur in Anführungszeichen. Ja, aber er hatte doch die Wahl. Ich hätte Peter doch genauso in die Scheiße reiten können. Genau, Peter. Hätte ich übrigens auch gemacht. Das sagt keiner. Das ist eine Theorie, die wir in 20.000 Spielen nicht mehr haben. Ich hätte die Rechte wieder abgestempelt. Die anderen kommen noch Dadosch jetzt eine rote zu klug ist. Wenn Dadosch aber jetzt eine rote legt, dann ist es nicht seine Schuld. So gehe ich von aus. Oder ich sag's mal. Warte, Moment, wo du sagst, wieso bist du jetzt? Also, Dalu will auf jeden Fall schon mal eine rote legen. Ja, schon mal so vermeintlich. Die Chance ist doch jetzt riesig. Aber warum nimmst du nicht wen anders? Weil das macht doch mehr Sinn, mir das zu geben. Weil Dadosch doch schon mal was gemacht hat. Ja, das ist doch kein wirklicher Grund, oder? Über Dadosch, also. Also, der hatte ja nicht wirklich eine Wahl. Aber mich kann er doch prinzipiell schon fast. Mich zu nehmen wäre viel logischer, wenn du eine blaue legen willst. Finde ich auch. Oder halt, du nimmst jemand neuen. Weil Dadosch hatte ja. Also, der muss. Er hatte doch die Wahl. Er hatte doch aber Peter hat doch die Grundwahl. Peter kann doch die Dadosch, was ist das für eine Wahl? Dadosch, jetzt mal ganz ehrlich. Wann hat das letzte Mal jemand, wenn er blau und rot gekriegt hat, dann rot gelegt. Okay, wenn nicht wusste, wenn der ich jetzt nicht Dadosch nehme. Passiert einfach. Ja, okay, Also ich hätte das erstmal gemacht, aber das ist nicht relevant. Ach so, du hast das gemacht. Bei dir ist die Wahrscheinlichkeit, dass du zwei blaue gezogen hast, eine weggelegt hast und rot und blau gelegt hast. So,
Die Möglichkeit besteht. Das heißt, du kannst ja auf jeden Fall noch, ne, also dann würde gezwungen ich aber worden sein, ein Rot und ein Blaue zu legen. Bei mir war es 50-50. Ich hätte eine Rote legen können und dich reinreiten können. Und das hätte ich primär wahrscheinlich sogar gemacht, weil die letzten Runden du immer Fascho warst. Und jetzt habe ich halt eine Blaue gelegt. Wenn er mich jetzt nochmal überprüft, dann kann er das doch, also wenn ich jetzt noch eine Blaue lege, dann ist es doch durch. Nee. Nee, also erstmal ist die Wahrscheinlichkeit, dass Bram und ich jeweils zwei Blaue gezogen haben, so gering, dass man die schon fast ausschließen kann. Und zweitens ist das für mich total nicht sinnvoll. Das spricht gegen dich, Peter. Wieso? Ja, weil das nicht gegen mich spricht. Ja, okay, pass auf. Verstehe ich nicht. Dann, ja, okay, du hattest ja keine Wahl, du hast ja selber gesagt, dass dann du keine lassen Wahl hattest, wir, Bram. Dann lass dann ich aber auch, ja, oder ich lass alle mitspielen. Ich hatte ja zwei Blaue. Sonst kommt Mikkel oder, vielleicht ja gar nicht mehr dran. Ich hab Sepp keine Wahl gelassen. Wieso willst du Peter nicht spielen, Dalu? Wir wissen doch überhaupt nichts eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind. Kann doch, ist doch alles möglich so. Ja, aber wieso will Dalu? Weil für mich Peter am wahrscheinlichsten noch was hätte machen können. Wenn Bram zwei Blaue geforst hat, hätte er drei Blaue ziehen müssen, um Fascho zu sein. Das ist super unwahrscheinlich. Dadurch hatte die Wahl. Er hätte zwei rote und eine blaue haben können oder zwei blaue und eine rote und es ging nicht anders. Also Peter ist von allen, die dran waren, vielleicht ja auch gut liberal, aber am wahrscheinlichsten Fascho. Das hat nicht auch völlig. Ja, aber so konnte das doch beweisen. Du bist wahrscheinlicher Fascho als ich, weil ich Sepp geforst habe mit zwei blauen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich drei blaue hatte, ist halt geringer, als dass du zwei blaue hattest, eine weggelegt hast und dadurch auch Fascho. Genau, aber warum bin ich wahrscheinlicher Fascho als Dadosh oder Sepp? Sepp kann ich nicht wählen, ja, und Dadosh ist die andere Wahl und er hätte doch auch rot legen können. Er hätte doch auch einfach in die Scheiße reiten können. Er hätte sich doch drauf anlegen können. Ja, bei denen macht doch keiner. Da macht keinen Sinn. Du kannst doch Peter überprüfen nicht, jetzt. Die aber ich finde das auf jeden Fall schon mal gut, dass wir Peter wieder als Fascho abgestempelt haben. Nein, das war nicht die Aussage. Ich habe Peter nicht als Fascho abgestempelt. Wir können doch Dadosh jetzt nehmen und danach Peter oder so. Also meine Wahl da können wir doch jetzt Peter nehmen, das ist doch dann egal. Sepp beharrt hart auf Peter. Ich finde das einfach nur komisch, dass du direkt Dadosh nehmen möchtest, weil... Weil er die Wahl hatte und Peter vielleicht nicht. Wer ist denn Alold? Aber du könntest Peter halt überprüfen mit deinem. Ich kann auch Dadosh überprüfen. Das, nee, aber Dadosh hatte selber ja noch keinen aktiven Part. Zwei Augen. Natürlich. Doch, der hatte den einzig aktiven Part. Nein, oh Gott, wir brauchen Peter halt zwei konnte Stunden, doch aussortieren. Peter konnte Dadosh aussortieren. Dadosh doch auch. Unauffällig. Nee, Peter weiß doch, was er Dadosh gegeben hat. Da kannst du doch nie unauffällig aussortieren. Ja, aber du kannst doch trotzdem nicht sagen, dass das kein aktiver Part ist, wo man nichts tun kann. Nee, aber bei Peter hat drei Karten, keiner kann nachvollziehen, was Peter gezogen hat und er kann uns einfach bewegen. Ja, das lassen wir mal. Bei Dadosh geht das halt nicht, weil Peter genau weiß, was er ihm gegeben hat. Genau, das heißt, von Dadosh wissen wir mehr als von Peter. Also die letzten Male habe ich mich immer relativ neutral verhalten als Liberaler und das hat nicht so gut funktioniert. Ja. Und deswegen, also ich plädiere darauf, mich wirklich zu nehmen, weil ich weiß, dass ich der Gute bin. Die letzten Male ist das immer schief gegangen. Der aktuellen Argumentation nach ist dadurch. Ich verstehe nicht, warum wir so lange Nimm einfach Mikkel. Also Mikkel. Die gelegt wurden. Das verstehe ich wirklich. Nee, nicht Mikkel. Den haben, der ich mache das, was doch, ich dachte. Ich. Und wenn ihr Nein wählen wollt, wählt ihr Nein. Das ist ja eine Abstimmung. Ja, so. Aber für mich macht dadurch mehr Sinn als Peter. Für mich macht das nicht so ich glaub, viel. Ich glaube, aktuell kannst du noch quasi jeden nehmen. Das verstehe ich nicht. Das ist jetzt nichts, was wir irgendwie ausklamüsern müssen aktuell. Nee, irgendwie nicht. Dass Dalu halt so beharrt auf Dadosh. Weil Dadosh doch eine höhere Chance hat. Nee, mir ist Mikkel ja auch recht. Ja, Mikkel wäre mir auch recht, aber das war nicht zum Thema. Mir ist egal, wen du nimmst, aber nimm Mikkel. Ich finde das halt nur komisch. Man kann das schon hinterfragen, wenn Dalu auf einmal jemanden schon zweimal dran lassen möchte. Achso, aber dich zweimal dran lassen wäre okay. Peter, du musst noch wählen. Nee, wäre auch komisch. Peter wählt nicht. Warum? Er rekrutiert jetzt die Wahl. Also Dalu, wenn du die ganze Zeit auf Peter eingeredet hättest, ihn nehmen wollen zu wollen, dann hätte ich genauso argumentiert, du könntest auch Dadosh. Ach so, genau, dann hättest du das auch. Ist ja egal. Ja, weil du halt so festgefahren in deiner weil Meinung das bist, doch obwohl Sinn noch macht. Nicht, ja, am Anfang sehe ich das jetzt noch nicht so. Also, oder ist kriegt schon man nicht da schon ein paar kalte Füße? Hey, weil ich sage, du kannst andere und wählen eine und rote, du bist nur ein. Eh raus. Ja, das kann halt passieren. Natürlich kann das passieren. Ja, aber das kann halt passieren. Ja, Wahrscheinlichkeit ist 100%. Ja, oh, jetzt habe ich leider zwei rote gekriegt. Dalu, was hast du weggelegt? Ich musste leider auch eine rote weglegen. Oh shit, here we go again.
Ja, Salomon. Ja, oh, ja. War aber auch nicht jetzt das größte mathematisch gesehen Wunder. Hätte es passieren können, also Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und wie genau das? Und das wäre bei Peter auch passiert, weil es nicht anders ging. Ja, das wäre bei Mikkel auch passiert. Glaube ich dir jetzt einfach mal. Da musste er ja nicht. Weiß. Okay. Ich hatte, aber wie ich es dir gesagt habe, Bram, lass mich einfach raus. Ja, ich bin, bei dir bin ich ja noch safe. Also du für mich. Bist ich. So, wie gesagt, lass mich einfach raus. Ich vote einfach weiter, was ich du ich habe einfach nicht verstanden, warum man für die dritte Karte so ewig diskutiert ja, hat. Ja, wollte ja auch nur einer diskutieren. Okay, also ich ja, weil wir jetzt eine rote gekriegt haben. Die hättet ihr bei jedem bekommen. Nee, das glaube ich nicht. Wer war jetzt liberal? Also Bram war confirmed liberal wegen den zwei Blauen. Das heißt, dann könnte ich den als Kanzler ja, das Einzige, wo, was ihn nee, böse macht, ist, dass Peter er drei so Blaue hatte. Nimm Peter. Und das glaube ich nicht. Nimm Peter, über den haben wir doch gerade, wir haben gerade über diskutiert über Dadosch und Peter und jetzt können wir doch Peter nehmen. Ja, genau. Dann haben wir beide ausgewählt. Ja, doch. Ja, Mikkel, du bist ja gleich dran. Moment, bevor du legst. Eine Sekunde. Eine Sache möchte ich nur kurz anreden. Das ist sehr interessant manchmal, wenn du nur an die Anzahl der Gesprächspartner hast. Es gibt halt genau in der Konstellation zwei, die für einen reden. Das heißt nicht, dass du Peter jetzt nicht wählen kannst. Ich möchte nur, dass du für das zukünftige Spiel noch im Hinterkopf behältst. Wer ist denn für wen? Christian Dadosch für Peter. Ja, okay, aber ich habe auch gerade gegen Peter geredet. Ja, genau, Dadosch war gerade noch gegen Peter. Wer ist für dich? Wir haben wieder so eine unnötige Diskussion geführt, ob wir jetzt Dadosch oder Peter nehmen. Und dann wurde da ewig wieder drumherum diskutiert. Ja, aber das ist ja das Spiel. Diskutieren ist ja der Inhalt des Spiels. Ja, aber das ist mir auch klar, Peter. Trotzdem kann man doch dann einfach hingehen. Das habe ich eben schon gesagt, wir wählen erst Dadosch oder erst Peter und dann den anderen. Genau. Ja, aber das war jetzt noch wieder eine super interessante Information, dass Bram der Meinung ist, dass zwei Leute für mich argumentieren das und dass seiner nicht. Meinung das nach relevant aber. Ist. Für mich nee, das gesagt, nicht, ich habe hab nicht gesagt, da musst du für interessant die fand Spiele im Hinterkopf halten. Ja, aber ich hab bei der Dadosch-Abstimmung so mit Dadosch habe ich schon gesagt, er soll statt Dadosch über Peter nehmen. Peter oder Bram beide fein. Für mich sind Peter und Bram auch beide fein. Aber ich erzähl dir ja nicht, dass drei Leute für Peter reden. Soll ich sagen, du ne, Jay, da reden noch zwei Leute für Peter. Ja, aber du hast ja allgemein mit dem Tisch auch geredet. Ja, und Sepp auch. Nee, ich hab gesagt, du sollst im Hinterkopf behalten. Ich hab schon Jay angeredet. Okay. Du sollst für zukünftige Spiele im Hinterkopf behalten. Dass Christian und Dadosch auf meiner Seite sind, ja? Und hab ich Sepp. Das richtig verstanden? Und Sepp. Also Bram, möchtest du denn lieber gewählt werden? Nee, ich hab doch gesagt, du kannst Peter jetzt wählen, ist easy. Nur das im Hinterkopf behalten. Easy. Warum möchtest du denn nicht gewählt werden? Weil du der Nächste warst, laut der Gründe nach Dadosch. Ja, wer ist denn jetzt hier der Liberalere von euch? Bram ist der Liberalere, außer er hat drei Blaue gezogen. Das glaube ich nicht. Also, was wir sicher sagen können, ist, dass von Bram, Peter, Dadosch und Sepp nicht alle Fascho sein können. Ja. Ich glaube, das ist. Wir könnten sogar alle liberal sein, hypothetisch. Aber unwahrscheinlich, ja, aber theoretisch ist es, aber ist wahrscheinlich nicht. Bram hat zwei Blaue weitergegeben. Dankbar, dass da einer rot ist von euch. Das ist der Obershit, das ist der Move. Mir gefällt das überhaupt nicht, dass Dalu die ganze Zeit für mich redet. Nee, Dalu lullert dich halt der die Rote ein, gelegt hat, wählst du halt so, Dalu, ne? Ja. Unser Plan war, Peter danach zu wählen, denn sollten wir es auch tun. Wenn jemand dagegen ist, dann wählt er halt nein. Ja, eben, wir haben doch einfach Peter, ja, Peter oder Bram, mir ist das total egal. Noch kann Hitler ja eh nicht gewählt werden. Ja, komm. Doch wieder gerade. Kann der schon. Das ist das, was ich vorher gedacht hatte. Bisschen leid für Mikkel, ehrlich gesagt, weil der jetzt echt lange aus dem Spiel raus ist. Ach, das ist das hat er sich wegen der letzten Runde zu verdanken. Peter, der weiße Ritter, kommt dann am Ende und rettet die Tafelrunde. Ne? Das war dagegen. Warum warst du? Ich habe einfach eine Karte dahin gelegt. Oh, einfach so. Vorher der Peter-Verfechter. Moment, ich muss hier von ziehen, ne? Ja. Ich habe eigentlich schon von dem roten Jay. Nein, ich glaube, die letzten Mal, wenn ich angefangen habe, random Sachen zu machen. Ja, finde ich auch nicht cool von Sepp, deswegen ist der für mich raus. Jay, wenn du mir jetzt zwei Rote gibst, ne, dann bin ich schon wieder aus diesem Scheißspiel raus und dann hasse ich dich. Gib Peter einfach eine grüne. Gib ihm einfach zwei Rote. Deswegen wird eigentlich schon lustig. Ja, obwohl du eine blaue hast, gib ihm einfach Peter gewinnt nicht immer, wenn du raus bist aus dem Game. Und dann sag, du hattest die Wahl. Was sagst du, Dadosch? Ich sag, gewinnst du nicht immer die Spiele, wenn du raus bist? Nee, also irgendwie jedes nur beim letzten, da hatte ich. Okay. Da habe ich auch alles gegeben. Da war Peter raus? Ja, also er war von Anfang quasi schon ausgeschlossen. Ah. Ja, nice. Oh, jetzt weiß ich, glaube ich, wer es ist. Ja, bin Fascho. Peter. Bram, bist blaue, jetzt doch happy, dass ich lieber dich gewählt hätte? Ich habe eine blaue weggelegt, um Peter zwei rote zu geben.
Na, finde ich, war okay, haben wir ja gesagt. Das okay. Könnte jetzt ein Jading sein, was ja. Er jetzt als Witz. Ich glaube ihm das sogar. Ich glaube ihm das sogar. Ich glaube dir das auch. Ja. Gut, ja. Ich habe 3 rote gezogen, Alter. Nee. Der ist erst die erste. Das war schon nicht so Wahrheit. Du bist raus. Jeder Lüge ist ein Fünkchen Wahrheit, ja? Okay, ich bin raus. Aber confirm ruhig noch einen Liberalen und blame ihn. Ich will anders noch anlügen. Ja, hier, komm. Ich darf mich selber checken. Oh, ich bin liberal. Ihr nehmt mich, Jay. Boah, ey, Moment, das verstehe ich jetzt komplett. Warte mal, ansonsten jetzt. Das ist jetzt aber blöd, dass du jemanden checken musst, ne? Ja, ach. Das ist jetzt überraschend. Nimm einfach wen du willst, weil es wird dir eh keiner glauben, was du sagst, so, ne? Nee. Ich glaube, der Mikkel hat kalte Füße. Daluk hat als erstes auf jemand anderen gezeigt. Hä? Ich habe meine Maus nicht mal bewegt. Ja. Mit Worten. Da, du hast auf dem Bildschirm gezeigt. Check, Peter. Ja. Ich muss kurz noch mein Bild vervollständigen. Also ich tendiere gerade zwischen... Ich könnte Dalu checken. Hallo. Weil der die erste rote gelegt hat. Könnte aber auch einfach... Hallo, hört man mich? Ja. Ist Jay noch da? Das ist was Neues hier. Was ist jetzt bei DS? Ja, wir wollten das hören, was du sagst. Feder und Gramm würde ich aber auch im Zweifel checken. Ja, das wären wahrscheinlich. Wenn wir da haben, dann haben wir viele Möglichkeiten. Jay checken oder Peter und Bram. Pass auf, du checkst. Dalu oder Peter und Dalu. Ja, Dalu ist ja jeder. Also wenn du Dalu checkst, dann wissen wir immerhin, ob ihr im gleichen Team seid oder nicht. Ja, das ist also, bei Bram und mir. Ach, aber das ist bei allen anderen nicht der Fall. Weil nee, aber stopp. Peter und Bram haben jeweils schon eine blaue gelegt und Dalu hat eine rote gelegt. Also Jay und Dalu haben eine rote gelegt. Ja. Da beide behaupten, sie sind liberal, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass einer von ihnen Fascho ist. Behauptest du, dass bewusst eine blaue weggelegt haben? Glaubst du nicht, dass du liberal bist? Ja, ist halt doch, so aber er hat noch keine rote gelegt. Stil? Aber ich konnte doch nichts hinlegen, Jay. Also ich habe zwei blaue gekriegt. Du hast ja nur blaue hingelegt. Ja, aber das ist doch egal. Nächstes Mal werde ich probieren, wenn ich behaupte, dass ich Fascho bin, wie es ausgeht. Hör doch einfach, Dalu hat eine rote hingelegt. Nein, Dalu hat sie hingelegt. Ja. Um das mal ganz kurz. Du hast sie aufs Brett gelegt. Du hast sogar 2 hingelegt, sind wir mal ganz ne, richtig. Das kannst nur du wissen. Ja. Das Einzige, wo du ran checken kannst, ob ich mit Dalu, Brammen oder Peter im Team ist, wäre, wenn ich einen der dreien als Fascho konfirmen würde. Ja, aber wenn du liberal bist, dann ist doch Dalu die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass der eine blaue weggelegt hat, weil du hast ja 3 rote bekommen und Dalu hätte wahrscheinlich mindestens eine blaue haben müssen und hat dann ja eine blaue weggelegt. Ja. Ist dann Fascho. Wenn du liberal bist, müsstest du ja safe da einen Fascho finden. Aber was machen wir, wenn er Fascho ist, eine blaue weggelegt habt? Ja, dann wissen wir, dass ihr beide nicht im gleichen Team seid. Ja, okay, aber das bringt gute Info. Ich könnte doch, aber wenn ich jetzt Fascho wäre, könnte ich doch Dalu genauso gut auch als Liberalen konfirmen. Ja, dann sind wir beide nicht im gleichen Team. Das ist eine sehr, sehr wichtige Info. Aber dann sind wir doch im gleichen Team. Also das macht überhaupt keinen Unterschied. Es ist doch alles möglich gerade. Also kann ja sein, dass beide Fascho sind. Ja, okay. Es kann aber auch sein, dass Jay Fascho ist und Dalu liberal. Ja, aber von den beiden wissen wir am ehesten was. Von Bram und Peter, die haben beide was Blaues gelegt. Die können halt sowohl Fascho als auch liberal sein. Bei Dalu. Aber bei uns nicht? Und wir müssen. Nee, weil ihr beide eine rote gelegt habt. Irgendeiner von euch muss eine blaue weggelegt haben. Ich finde, das macht Sinn. Es ist am logischsten, auf jeden Fall. Beispielsweise Bram oder Peter zu checken. Bram hat eine blaue weggelegt. Sepp hat recht. Das einzig Negative, was passiert ist auf dem Feld, ist, also das erste ist bei Dalu passiert. Das bedeutet, prinzipiell müsste er Dalu überprüfen, weil die anderen halt unsicherer. Ja, und er selber ja auch was Rotes gelegt hat. Ja, genau. Also prinzipiell ist es schon am sinnvollsten, ihn zu überprüfen, wenn man vom Logischen her geht. Aber kannst natürlich. Weil ihr seid beide die von sich behaupten, 3 Rote gezogen haben. Okay, ihr wisst aber, dass dann, egal was jetzt passiert, es auf jeden Fall irgendeine Negativität ist. Aber das ist so oder so. Nee, jetzt durch das Confirm. Ja, aber dadurch wisst ihr nichts. Dadurch schließt ihr uns beide aus. Was ist, wenn er sagt, du bist liberal? Schließt ihr dann nicht irgendwas daraus? Sind wir nicht beide Fascho? Ja, aber das ihr könnt doch nicht gewinnen. Natürlich, ja, aber das ist doch bei Peter und Bram auch. Verlauf. Ja, das wahrscheinlich. Ist doch das Spiel. Also, wenn ich jetzt Dalu konfirmen würde, na, er ist liberal. So, dann würden wir in einem Team abgestempelt werden als 2 Faschos. Nee, nicht unbedingt. Ihr könnt ja auch 2 Liberale sein. Okay. Aber das geht auch nicht, weil dann wären ja die beiden auch liberal. Dann haben wir alle. Ja, warum, weil ihr denen ja schon vertraut. Nee, warum? Wer sagt denn das? Das hat doch keiner gesagt. Es ist nur die Übertragung. Ich glaube, Dalu möchte nicht gecheckt werden. Doch, möchte ich.
Ich vertraue Peter noch nicht, nur weil er eine blaue dahin gelegt hat. Ja, das sehe ich jetzt auch nicht, dass das jetzt plötzlich also, jemanden konfirmiert. Nee. Also bis dato ist noch nicht safe. Und die, am sinnvollsten ist es halt, Dalo zu überprüfen einfach. Selbst wenn da jetzt was bei rumkommt, was irgendwie nicht zufriedenstellend ist. Ich bin ready, Jay. Ja? Also ich mache das gerne, was der Tisch möchte. Okay. Was würdest du denn nein, als Verwendung für Dalo? Ich möchte, dass du dich nackt da drauf kettest. Ich habe für die rote gesorgt. Man wird mir eh nicht glauben. Also, aber verstehst du unsere Logik, Jonathan? Natürlich verstehe ich die Logik. Also würdest du auch sagen, dass das Sinnvollste ist? Das kann man auf jeden Fall so nachvollziehen. Aber für mich ist das auch ehrlich gesagt kein Unterschied, ob ich dich oder Bram checke. Ja, doch. Dann check warum doch ist das Mikkel. Für dich kein Unterschied? Ja, ich bin für Mikkel. Weil ich. Das ist eine gute Frage. Das ist ein konstruktiver Vorschlag hier. Für mich, weil egal, was ich sage, also. Ja, aber das du, ist doch egal, immer du, so. Du hast doch auch ein Interesse. Ja? Ich sage ja. Fascho oder liberal. Und man wird mir wahrscheinlich nicht glauben. Nein, aber du hast doch auch ein persönliches Interesse, etwas zu erfahren über den Leuten. Ja, ob da oder weißt du etwas schon, wer Fascho ist? Ja. Deswegen würde ich lieber halt jemanden checken, den ich dann mit mir auf die Seite nehmen kann. Aber warum willst du nicht die Person checken, die von sich behauptet, drei Rote gezogen zu haben? Genau. Kann ich auch machen. Aber ich verstehe gerade nicht, warum das nicht für dich persönlich das Relevanteste ist. Ja, weil er von Dalo schon weiß, wer er ist. Ja, das Gefühl bekommt man so langsam. Das ist echt ein bisschen interessant. Warum? Ja, weil du die ganze Zeit Dalo nicht checken willst, obwohl wir dir alle erklären, dass das für uns alle logisch wäre. Ja, aber der Drive kommt nicht von dir, sondern du sagst immer, ich mach, was ihr wollt. So nach dem Motto, als wäre das für dich nicht das Relevante. Ja, ich will ja auch das machen, was der Tisch. Also von mir aus kannst du auch einen der Leute checken, die eine blaue gelegt haben, weil wir wissen ja alle, wie Hitler spielt, wa? Ja, aber Dalo macht halt am meisten Sinn, aus den erklärten Gründen. Nö. Ja, okay. Der offensichtliche Faschist. Give me your party membership, Karl. Vor dir, also vor mir. Geil. Man hört dich nicht. Ja, ich weiß, weil ich noch nichts gesagt habe. Liberal. Ah, das hat aber sehr lange gedauert. Was ist da passiert? Okay. Musstest du. Ich musste gerade mich entmuten, kurz mit Dalo reden. Muten, mit Dalo reden. Hast du meine WhatsApp abgehört? WhatsApp die ganze Zeit, ihr Schwein. Ja, stimmt. WhatsApp habe ich natürlich auch parallel. Ich habe hier noch gar nicht drüber nachgedacht. Okay, ja. Das war gerade FaceTime hier und. Ja. Gut, okay, Liberal. Alles klar. Wir reden gerade, habe ich so nicht im Regelwerk gewesen. Dalo und ich sind in einem Team. Confirmed. Ja, wenn ihr in einem guten Team seid, ist alles gut. Du musst doch gar nicht. Du kannst doch der Fascho sein und Dalo. Ja, aber dann sitzt ihr immer noch in einem Team. Wir haben doch gerade gesagt, ich will. Okay. Nein. Dalo, was sagst du dazu? Ja, ich bin immer noch der Meinung, wenn ihr Bram jetzt nochmal wählt, er legt eine blaue Spiel um Bram rum. Nee, was sagst du zu Jay? Was sagst du dazu, dass Jay dir sagt, du bist liberal? Genauso wie ihr sagtet, was Jay sagt. Also, dass Jay. Was Jay sagt, es spielt keine Rolle, was er sagt. Ich glaube auch nicht mal, dass er mich als liberal confirmed hat, gibt euch auch nur ansatzweise die Info. Nee, ja, der wird liberal sein. Immer demjenigen die Info, der weil gucken sonst, darf. Sonst sagst du immer sowas wie, oh, Jay hat das aber komisch gesagt, liberal, das kam sehr spät, komm, Jay. Spielen wir weiter, oder? Natürlich würde ich sagen, etwas Komisches gesagt, wenn ich selber meine Karte nicht kennen würde oder eure. Man muss immer Jesus bedenken, ich bin immer langsamer, auch bei den drei Karten, weil ich das aufdecke für die Zuschauer, die auch Mobile haben. Das ist ja okay. Also ich analysiere jetzt eher Dalu seine Spielweise, also, weil sonst Mobile. Sagt er immer relativ schnell halt dazu so, was. Meine Spielweise muss sich nicht ändern. So, ich habe gesagt, spielt einfach um Bram rum, ich wähle einfach das Richtige. Ihr müsst mich nicht wählen. Es ist Dalo egal. Hat auch gesagt, er ist raus, wenn er rote ist. Ich habe sogar gesagt, gebt Dadosch keine Schuld, wenn er eine rote legt, weil er keine Wahl hatte. So ist alles ja, easy. Auch so. Ja, alles easy. Ja. So, Jonas also ich würde sagen, genommen, ne? Bram hat blaue gelegt, entweder nimmst du Bram oder du nimmst ich bin, Bram, ich mir auch weil er liberal ist. Ich bin immer noch für Bram. Und da habe ich nichts gegen. Irgendwie nichts gegen. Ich habe auch nichts. Weißt du, Mama, Bram. In anderen Spielen bemühe ich mich so sehr, als Liberaler zu spielen, ja? Und heute bin ich liberal und mach nur Scheiße, sing YMCM und so weiter und hab dann volle Trust. Was ist hier falsch, Alter? Du hast zwei blaue abgegeben. Das ist es. Nicht eine blaue gelegt, sondern du hast eine blaue geforst. Das macht den Unterschied. Vielleicht hat er wirklich drei blaue gezogen. Weiß nicht, als kann sein, aber das ist die Chance am geringsten. Aber ja, das kann sein. Ja. Ich glaube ich gar nicht gesagt, dass du zwei blaue abgelegt hättest. Hattest. Hast. Alle dafür, Bram. Hä? Alle verschwinden zu lassen. Ja, richtig. Deswegen ist das für mich eigentlich. Ja, dass ich für mich gestimmt habe, Dalo ist jetzt nicht so, ne, so komisch. Wir haben alle dafür. Alle ja. Gute Frage. Wird jetzt das schon ist das erste Mal, dass alle dafür sind, ne? Oder? Und, hey, Regelmeister, wann wird gemischt? Ja. Der muss erst noch wird die letzte ziehen. Ich habe noch nichts geguckt. Ich habe alle gezogen, aber ich habe noch nichts geguckt. Ah, du hast schon alle gezogen.
Ich habe alle gezogen, noch nichts geguckt. Dann dürfte jetzt machen. Gemischt werden. Oder okay, erst, wenn Bram seine darauf abgelegt hat. Das weiß ich halt nicht. Deswegen ich meine wieder, wer wen abgelegt wurde. Das war ja, so okay, komisch. Dann gucke ich jetzt. Aber ist okay, wir spielen das Spiel auch zum ersten Mal. Da kann man nochmal mit den Regeln... Dann kann man die Regeln nochmal vergessen. Ja, das ist halt super wichtig. Ne? Nachher spielen wir wieder falsch und dann ist halt... Ja, ja, das stimmt. Ja, aber liegt erstmal daneben. Oder auf dem Tisch. Previously bla bla bla. Gemischt wird immer dann, wenn nach dem Aufdecken eines Gesetzes weniger als 3 Karten übrig sind. Das heißt, die 2 abgelegten Karten werden mit reingemischt. Alles klar. Siehste. Das heißt... Noch nicht mischen. Danach, sobald die Karte da abgelegt ist von Bram. Sobald Bram eine rote abgelegt hat und blau aufgedeckt hat. Yeah. Nice. Ja, nice. Manchmal den Job des Mischlers. Ja. Ich hatte rot, rot, blau. Okay. Alter, und Bram Mischler, hatte dementsprechend. Hast du nice. Ja. Ja, so die hat so ein kleines Bärtchen, aber nicht über, dem, nicht über der Lippe, sondern irgendwo anders, über der anderen Lippe. Ich habe noch eine kurze Frage, Jay. Lagen nicht auf dem Ablagestapel jetzt Karten? Nee, da das ergibt ja keinen Sinn. Da werden ja alle ins neue, neue Stapel gehen. Okay, nach dem Gesetz. Und dann ist das Gesetz. Ja, dann war das liberal, Junge. I am the law. So. Nicht, also für euch zur Info, ich habe eine rote weggelegt und habe eine blaue gelegt. Hast du sehr gut gemacht, Bram. Ich freue mich. Ich wusste es, Bram. Ich wusste es. Christian, hast du einen? Von Anfang an war ich bei dir. Ja. Okay. Also wir spielen jetzt um Bram herum, ja? Ja, das ist der Plan. Wobei Christian. Er ist der Einzige, dem man vertrauen könnte. Die Lieder auf den Lippen. Nur blaue Karten, überall. So. Nee, ist okay. Alter, ach, du bist es. Warte mal, warte mal. Ja, wir wählen nicht. Wir wählen nicht gleich. Fasst man sich bei YMCA auch an den Kopf? Nee, ne? Du machst immer nur die Buchstaben, ne? Ja. Das war El Macarena, glaube ich. Was so, Mikkel, du bist jetzt richtig gefickt. Ich würde eigentlich gern Bram nehmen. Nee, du nicht. Du nicht, Mikkel. Ey, ganz ehrlich, ich habe für 2 blaue gesorgt. Jetzt lass mich mal raus, ja. Ich werde hier gleich der Gefickte sonst. Boah, nee, ich will jetzt aber nicht der Gefickte werden. Oh, nee. Ich wurde schon mit Shay gefickt. Ich weiß nicht, wie das jetzt Peter läuft. Jetzt nimm werden dann nämlich die Roten kommen. Wir könnten Macarena, ey. Ich hab keine Ahnung, wie das Song geht, Junge. Oder? Bitte? Was machst du da, Mikkel? Spielst du gerade die Präsidentschaft überspringen, bis Peter dran ist, oder? Nee, Peter ist aber auch kein Nein, dann kommt einmal random. Der hat eine blaue gelegt als Präsident. Dann kommt trotzdem random. Nee. Mikkel, nein, Sepp, nein, Dadosch, nein. Dadosch? Erstmal Mikkel. Erstmal Mikkel. Ah, ja, stimmt. Ja, ja. Ja, schon ein Faschomove. Ah, ist niemand so richtig vertrauenswürdig gerade von denen, die zur Wahl stehen. Wie viele Faschos haben wir bei 8 Leuten überhaupt? 3. 3. Ach so, oh. Mist. 5. Hallo, das war das andere Team. Das war der Grund, warum ich dachte, wir spielen immer nur mit 7, weil mir das irgendwie sehr asymmetrisch vorkommt. Moment, 3? Mikkel, oh, plus weißt du, was ich sagen Also würde? Wenn Hitler auch ein Fascho ist, dann haben wir 3. Achso, okay. Ich kann dir sagen, wer liberal ist. Aber das glaubt mir eh keiner. Nimm doch Peter. Mikkel, vertrau auf dein Herz. Wähl doch Jay. Was hat Sepp gerade gesagt? Auf wen soll ich vertrauen? Vertrau auf dein Herz. Dann nicht. Sorry. Ah, okay, Gott. Vertrau mir. Keine Ahnung, Mikkel. Das war noch gar nicht Kanzler. Ich möchte nicht von Mikkel gewählt werden. Die letzte Runde. Okay, wählt da. Alles gebrochen. Wie war Peter sagte, der beste Kanzler ist der, der nicht gewählt werden wollte. So sollten wir auch, bedenke, so sollten wir auch bedenke, zukünftig unseren bedenke, Bundeskanzler bestimmen. Warte, bevor du ablegst. Warte. Nein. Oh doch, ich werde lustig. Die previously elected Schilder gelten immer bei der Kanzlerwahl, auch wenn der Präsident außerplanmäßig ist. Das bedeutet, wenn du jetzt beispielsweise Peter nehmen würdest, ne, kannst du gleich, falls eine rote kommen sollte, du nicht nochmal Peter als Präsident nehmen. Würde ich auch nicht. Okay. Moment. Da habe ich mal ganz kurz eine Frage, Jay. Geht doch nicht. Das heißt, du gehst jetzt davon aus, dass ein Liberaler eine Rote legt und danach einen liberalen Move zu machen. Ist viel wahrscheinlicher, dass wahrscheinlich ein Fascho eine Rote legt und dann Fascho Move. Nee, Bram, du musst überlegen, da liegen 12 Karten, wa? Ja, genau. Das war einfach alles, was ich nur sagen wollte. Damit Das heißt, das drei Blaue. Das ist schon recht, Boy. Das Mikkel im Hinterkopf behält. Okay, vielleicht nehme ich jetzt... irgendwen anders, der halt eher Fascho ist oder sowas in deinen Augen, ja, damit der quasi geforst wird, eine blaue zu legen. Oder nicht? Also eigentlich kann ich es nur verkacken gerade, ne? Also Secret Hitler kannst du immer nur verkacken. Aber, Mikkel, was dein Herz dir sagt. Ey, Macarena! Ich hasse dich, Mikkel. Wieso bleibst du bei Dalu? Tu es, gib's Dalu. Ich hasse dich!
Dalu ist. Warum will Dardosh, dass ich Dalu gebe? Ja, gibt's Dardosh. Der will, will das andere wollen. Also, ja, kannst du mir auch geben. Moment, ja, jetzt will er, jetzt gibt's ihm nicht mehr. Gib's nee, Fehler. Okay, warte. Jetzt gibt's Sepp. Sepp sagt gar nichts. Nee, weil Sepp steht Hitler. Gib's Jay, jetzt Jay. Nee, Dalosh wieder. Oh Gott, steh wieder rüber. Und jetzt zu Dalukat rüber. Und jetzt spielen wir zu Blau und so. Was ist denn, was sprichst du tatsächlich gegen Peter? Ja, eigentlich nicht viel. Ich weiß auch nicht, was gegen Peter spricht. Wenn eine Rote kommen sollte, kannst du beispielsweise Christian ja nehmen. Der hat ja immerhin gerade eine blaue. Ja, klar, wenn jetzt nur. Als Präsident! Ja, okay. Nein, ja, okay. Man nimmt dann Bram als Präsident. Als Präsident ist okay. Also. Ja, gib Peter ja schon lange nicht mehr mitgespielt. Bram immer als Kanzler. Nein, Bram als Präsident. So. Bram okay, immer liberal. Als Kanzler. Ich bin liberal. Ich hasse dich, Dalu. Warum denn? Ich will doch nur gewinnen. Ja, genau. So hört sich das nämlich an. du hattest mehr Blau als auf dem Feld liegen. Ah, ich glaube, das war ein Fehler. Ich werde mal jetzt zur nächsten Diskussion nichts beitragen. Ich muss Mikkel, du kannst noch Fehler machen im Spiel. Ja, also Mikkel, ich finde das ja okay. Ich habe da nichts gegen einzuwenden. Ja, ich bin auch. Also. Ah! Keine Ahnung, was du hier hast hier gegen unsere Ecke. Peter hätte ich nicht gewählt. Wen hättest du denn gewählt, Dalu? Peter. Ich habe auch für Ja gestimmt übrigens. Ich bin dabei. Warte, war das mit Christian? Ja, der ist weiß weg? Noch nicht. Er hat irgendwas Christ. Gesagt. Der ich muss für mich da. Selber im Nase putzen. Moment, das ist nicht er hatte gerade in unsere falsche WhatsApp-Gruppe geguckt. Ja. Wir wählen jetzt Nein. Nein, ich habe nur Nase geputzt. Oh, alle sind da. Oh, oh. Ja, ich habe okay, Peter vorgeschlagen, natürlich bin ich dafür. Ich habe eine ganz kurze Frage, ja. Warum wundert eigentlich immer jemanden, dass alle dafür sind? Das ist doch. Habe ich gerade bei dir gewundert schon. Immer also, so. Nee, eigentlich. Ich, nee, ja, du meinst, weil die Faschos sich sonst alle revealen würden. Ja, genau, ja. Natürlich spielen die im Großen und Ganzen. Aber Ray vorher hat alles durchsprechen. Gestimmt und der hat sich auch nicht revealed. Aber geht es nicht so ein bisschen, was. Ich glaube, du musst es genau andersrum sehen bei dem Move. Wenn alle Ja stimmen, sind die Faschos auch dafür, so wie der gehört vielleicht dazu. Ja, cool, danke, Miguel. Weißt du, was ich meine? Das könnte die andere Richtung sein. Ah, der ist dabei. Sein. Ja, das ist er, der Peter. Ne? Häuptling, rote Locke. So mit der roten Locke. Ja, da kenne ich ja, ihn. Alles klar. Ja, Mikkel, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich auch nicht. Heute okay. Ach so, ihr habt beide blaue gehabt und trotzdem kam rot raus. Das waren drei rote. Das waren zwei so. Blaue. Peter okay, nämlich, blaue haben bekommen. Noch eine blaue gelegt. Bram. Nämlich Chris oder Bram? Nein, immer Bram als Kanzler. Bram als Kanzler, nicht als Präsident. Da kommt dann noch eine blaue auch bei rum. Ich würde Christian nehmen, weil der als die dritte blaue nein, Bram muss auf jeden Fall Kanzler. Nein, Bram muss Präsident sein. Präsident sein, damit eine blaue bei rumkommt. Das ist doch voll hey, logisch, warum? Leute. Christian hat doch auch eine blaue gelegt. Ja, dann und kann der ja von mir aus Kanzler werden. Alter, aber ob ich jetzt Kanzler oder Präsident werde, ist tatsächlich. Ist nicht Wumms. Bram ist nicht Adolf. Warum nicht? Weil er ist noch blauer als Adolf hier sein kann. Ach so, weil er blaue Karten legt, ist er nicht Adolf, Dalu. Was ist das für eine Logik? Weil er zwei blaue hatte und er hat bestimmt, wen er wählt. Er hat eine blaue geforst. Weil Präsident habe ich aber auch schon gehabt. Also wenn er Adolf wäre, hätte er keine blaue forsten müssen, weil er bei einer Wahl noch mal aber besser bei rumkommt. Also Adolf, versuchst du alle Roten von dir wegzuhalten. Also nein, er muss ja nicht. Du gibst ja einem die Wahl. Und der wird doch dann blau legen. Und dann bist du der ihm die Wahl gelassen hat. Ja, aber vielleicht ist ja Sepp Fascho und Bram Adolf und er wollte sicherstellen, dass Sepp der Fascho das wäre doch durchs Karte Reden rausgekommen. Ich nehme Bram jetzt als Präsidenten. Ich weiß aber nicht, warum Bram einfach so... Ich finde das gefährlich. Okay. Ist. Ihr macht das schon. Mikkel hat eine Rode gelegt und. Bram als Präsi ist auch gut, ja. Bram der Mikro ist, glaube ich, raus. Nein, er freut sich. Weil der WhatsApp-Gruppe. Ja, ich bin gerade überlegen, was ich dazu sagen soll. Danke. So toll ist das Amt jetzt auch nicht. Warum hast du dich jetzt, Mikkel, für Bram entschieden? Weil er bisher ein gutes liberales Spiel gemacht hat, was man als Hitler theoretisch auch tut. Also kann er jetzt nicht gewählt werden. Also, er kann gar nicht böse sein. Also. Die Argumentation, wenn das jemand anders gemacht hätte, mit den zwei Blauen am Anfang jemanden geben, das stimmt schon, weil wenn Sepp Fascho gewesen wäre, hätten wir zusammen welche verschwinden lassen. Ja. Aber ich verstehe auch andersherum, dass ich sagen würde, yo, ich habe dir zwei Blaue gegeben,
weil ich vielleicht sogar drei hätte. Das ist super unwahrscheinlich, aber das genau, einzige, das, aber davon gehe ich nicht aus, weil das wirklich unwahrscheinlich ist. Das kann passieren. Aber das kannst du ja nicht, wenn du das als Spielgrundbasis ja, nimmst, hast du das Problem. Ram, du darfst jetzt nicht Hitler als Kanzler nehmen. Okay, Peter, ja, das ist mir durchaus bewusst. Mir sind die Spielregeln bekannt. Ja, aber dann sag mir doch, wer ist denn nicht Hitler? Dann nehme ich den. Ja, hier auf meiner Karte steht überall. Ja? So, ich habe mit Christian die Blauen gelegt. Wie wahrscheinlich ist das, dass Dalu Hitler ist? Unwahrscheinlich. Also, weiß nicht. Super krass. So unwahrscheinlich ist es nicht. Wie, komm, der hat direkt am Anfang wollte der Dadosch wählen mit den Worten, wenn jetzt eine rote kommt, nehme ich aus dem Spiel. Ja, ja klar, dass er nicht mal im Fokus steht als Fasche und so weiter. Aber genau in diesem Punkt ist doch schon klar, dass er gewählt werden könnte, weil wir davon ausgehen, dass er Fascho wäre. Das bedeutet, wir gehen davon aus, dass er safe kein Hitler ist. Und der Typ ist ja nicht ganz so doof, ne? Ihr müsst mich nicht wählen, solange Bram die Entscheidung trifft. Also entweder labert ihr jetzt die ganze Zeit wieder, danach entscheide ich eh, was ich mache, oder ich mache jetzt direkt. Bram, du machst das. Bram, komm, das ist doch wirklich eine smarte Idee, oder nicht? Bram, mach das. Das ist ein Fascho-Move. Das ist ein Fascho-Move. Hör auf dein liberales Herz. Dadurch, wen willst du denn nehmen? Ja, also ich natürlich, primär würde ich natürlich erstmal mich wählen, weil ich weiß, was ich bin. Ja, das sollte schon mal klar sein. Okay. Ich weiß ja, was ich bin, deswegen. Ich weiß nicht, Chris ist natürlich relativ blue, aber. Also, ich mache mir halt Sorge. Ich mache mir halt Sorge, dass Dalu genau das so geplant hat. Ey, Bram, ich hab. Nein, das hat der Delfin einfach gesagt. Ja, okay, dann wählt ihn, meinetwegen, aber ich hab's nur gesagt. Delfin! Ich hab aktuell für Bram die perfekte Erklärung, warum er mich nehmen sollte. Okay. Ja, das möchte ich pass hören. Pass auf. I'm blue, dafür die Waffe. Boah, Junge, du kannst den Text. War das die ganze Lyrics? Oh nein. Pass auf, sonst strikt uns gleich die GEMA das Video. Ja, Also ich verstehe sowohl den Move mit Dalu, ich verstehe meinen eigenen Gedanken, logischerweise auch Christian zu nehmen. Ja, ich wollte nachgedacht, Jay zu nehmen, weil Jay sehr viel Wortführer in dieser Runde war. Weil er auch so macht er als Hitler nicht. Ja, genau, das ist halt so Hitler-Art-typisch. Selbst wenn er Fascho ist. Ich würde sagen, dass Jay das auch immer ist. Das ist schwierig abzuleiten, weil Jay auch die Hauptaufnahme hat. Und deswegen, also war er sowieso immer. Aber ja, also genau, ich finde das so schwierig, dann davon abzuleiten. Jetzt er pisst. So. Gut. Ich finde das halt spannend, dass dadurch auf Bram eingeht. Ich hätte Peter nicht so schlecht gefunden, ne? Aber irgendwie haben wir. Ja, ich muss ja was machen. Die letzten Spiele habe ich immer hast verloren. Du weil gesagt, ich war gerade bei einem blauen Pfeil. Ich hab nicht zugehört. Scheiße, Bram macht mich fertig, so wie er das Spiel spielt, ey. So, okay, jetzt habt ihr alle gelabert, jetzt nehme ich doch Chris. Ist das okay? Ja. Oh. Ja, das kannst du ja in der Wahl sehen. Ja, ich meine, oder hat da jetzt irgendjemand ernste Bedenken? Also hat da jemand mehr Bedenken gegen als gegenüber Dalu? Ich kann dir nur sagen, dass ich wahrscheinlich Dalu nehmen würde. Christian hat halt blau gelegt, ne? Ein klassischer Hitler-Move. Das könnte Hitler sein. Ja, aber es kann jeder am Tisch sein. Das kann jeder sein. Das kann auch Peter sein. Aber Jay hat rot gelegt. Dalu ist aber liberal. Und von daher ist das eh dein. Ich bin ja mal ein guter Demokrat. Wer ist denn hier an dem Tisch für Dalu? Sollen wir jetzt aufzeigen? Ob wir gleich abstimmen? Genau, wir stimmen jetzt darüber ab, wie wir gleich abstimmen. Probeabstimmung nennt man das. Nee. Im Haus der Tories immer. Ich bin D. Ich glaube, D ist okay. Die smarte Wahl. Ich bin dafür, dass Bram seine Entscheidung so trifft, was er wollte. Oder doch, du hast ja deinen Plan. Ich weiß es nicht. Du hast ja deinen Plan. Was heißt das denn? Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, Jay oder Dalu? Da bin ich Bram. Okay. Moment, Dalu, du hast Bram geschrieben. Das ja, nicht, nein, dass Bram ist. Seine Wahl trifft, okay, was komm, er wollte. Ich mach das jetzt wie Adolf. Ich mach jetzt beides. Nee. Ich bin aber jetzt Reichskanzler. Das ist nicht so. Bram, das ist aber sehr faschistisch, was du da gerade machst. Leg einfach die erste Karte, die du ziehst. Oh. Dann gib es doch Chris und dann werden wir noch sehen, bei der Abstimmung kann wen wählen oder nicht. Dafür ist die Abstimmung noch da. Also wie ich das aus. Ah, jetzt vor Stardosh ist aber. Ich kann jetzt also zumindest sagen, wenn du mir das Ding gibst, krieg ich 4 Karten. Bitte, bitte. Tja. Wieso kriegst du 4? Er hat +2 auf Karten. Er hat aber hier unterm Tisch. Nee, er kriegt die No-Hitler-Karte wahrscheinlich. Weißt du, was ich mache? Ich kann mich noch daran erinnern an eine Folge, wo Jay gesagt hat, weißt du, ich entscheide jetzt einfach und ich übernehme dafür die vollste Verantwortung. Ja, okay, genau cool. Das sollst du tun. Weil das nämlich mega viel Konsequenz hat am Ende des Lebens. Eine andere Chance hast du ja eh nicht. Also genau.
Ich kann dir jetzt auch nicht viel helfen, weil ich weiß, ja, ich bin Christian, liberal, komm. Christian, genau das sollst du machen, Bram. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass Bram Präsident ist. Also. Ja, Peter, wir das Spiel jetzt aus oder nicht, dann habt ihr mich gehabt. Ich glaube, die Frage hat sich schon erledigt, Jay. Ich sag mal so, ich lebe mit der kompletten Konsequenz meines Neins. Alter, du bist so anti. Bist du Hitler? Mhm. Nee. Geil. Okay, Bram, good job. Dass du trotzdem auch ja gemacht hast, hätte ich nicht gedacht, Peter, ey. Ja, okay. Also ich habe mich dann einfach an Brams Seite gestellt. Er hat halt entschieden und dann habe ich gesagt, okay, dann. Ach so, dich schön hinter jetzt Bram verstecken. Bram ist halt Fahnen immer noch der bessere Präsident. Nicht verstecken, in sondern Augen. Ich habe ihn dann halt supportet. Also ich hätte ja einfach sagen, nein, dann zu stimmen, ist sich zu verstecken meiner aber Meinung nach, genau. Weil damit dann richtig gewesen wäre, hätte man dann sagen können, okay, ich habe ja gesagt. Vor allem ist Bram auch noch der bessere Präsident als jeder andere in meinen Augen von uns am Tisch, außer mir selber natürlich. Aber also, jetzt kommt die rote Karte. Ja, kommt die auch. Hey. Dann heißt, ich überleg gerade, ob Mikkel und Peter nicht beschissen haben. Warum? Okay, wie haben wir beschissen? Nein, da waren 12 Karten vorher drin, davon waren 3 blaue, ja. Natürlich ist die Möglichkeit jetzt noch drin, dass da 3 weitere drin sind. Aber das hier müssten angeblich alles rote sein. Möchtest du zu meiner Verteidigung sagen, dass ich 2 rote hatte? Ja, der hatte 2 rote. Danke, Christian. Ich möchte zu meiner Verteidigung sagen, dass ich 3 rote hatte. Okay, das ist aber tatsächlich eine als liberal. Ja, aber. Oder? Also, natürlich kann die Möglichkeit sein, dass da jetzt noch 3 blaue drin sind, aber die Wahrscheinlichkeit halte ich irgendwie für komisch, dass da keine blaue in 2 Zügen gezogen wurde. Na gut, dann macht aber Mikkel am meisten Sinn, weil Peter. Dann macht genau. Dann macht Mikkel am meisten Sinn. Ich hab dich doch eben gerade sogar noch gewählt, jetzt hör doch auf, mich umzunehmen. Ja, dann macht er sich selbst erschossen. Ich würde Peter nehmen. Hat Bram sich jetzt selbst erschossen? Warum Peter? What the fuck, Jay? Ey, Moment, kaum gibt's eine Knarre, sind alle aggressiv. Gewinnt sein Team. Ich würde Peter nehmen. Ja, einfach so von hinten gerufen. Bram, er hat gerade die Runde gelegt mit Mikkel zusammen. Ja, aber dann nimmt man doch eher den Präsidenten statt den Kanzler. Nee, ja, nein. Also ernsthaft, es wurden so viele Blauen vorgelegt, das war noch ein dicker Stapel. Ja, aber du hast die Blaue am Anfang gelegt, Peter. Was wird denn jetzt so gegen mich geschüttelt hier? Ja, genau. Was? Ja, aber Moment. Ja, aber dadurch bin ich doch dann weniger wahrscheinlich Fascho. Dadurch steigt doch dann die Wahrscheinlichkeit, dass Moment, ich liberal bin. Wenn du Hitler, das ist doch dieselbe, aber wenn du Hitler erschießt, gewinnst du doch instant. Ja, genau. Ja, okay, aber einen Liberalen zu verlieren wäre doch jetzt auch nicht so geil, oder? Das stimmt natürlich auch, Peter. Die Chance ist natürlich immer da. Da gebe ich dir recht. Oder wir erschießen also, Hitler. Was ist denn jetzt dein Gedankengang? Bei 100% Mikkel. Ja, aber wie gesagt, mein Gedankengang ist, es kann natürlich sein immer noch, dass da 3 blaue drin sind, aber davon, das finde ich jetzt irgendwie hart unwahrscheinlich. 3. Ja, 3, also 50%. Genau, angeblich müsste da noch 3 blaue drin sein, aber wenn hier eine verschwunden ist, dann gehe ich davon aus, dass die bei Mikkel verschwunden ist, weil das halt safe wäre. Weißt du, dann nimmt er halt 2 blaue, eine blaue, legt die da rein, weil der bei den einzelnen Karten 2 blaue gezogen hat. Sehr unwahrscheinlich. Gibt Peter 2 rote, sagt, ich habe nur rote gezogen, zack, legt das Ding da, gibt mir den Prisi und so weiter, dann hat ich damit gerechnet, dass es so weit kommt. Ja, also vom Voting her ist Mikkel wahrscheinlich als Peter, weil sonst hätte es Beef gegeben. Auf jeden Fall. Genau. Ja. Okay. Ich wollte nur mal anmerken, die Konstellation mit Jay, Dalu und Bram könnten auch böse sein. Bram könnte Hitler sein und ich meine, so wie er spielt, ist das gar nicht so unwahrscheinlich gerade. Und Dalu ist die ganze Zeit in seinem Arsch. Also, deutlicher zeigen kann er es nicht. Bram, und lass die Kugel da hinten los. Lass ihn gar nicht Jay ausreden. Hat Dalu confirmed als liberal, was halt dann natürlich gelogen war. Also die Dreierkonstellation ist mir auch ganz arg. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass quasi ich mit Bram bis jetzt 2-mal gespielt habe und alles, was in dem Zug passiert ist, also ich weiß ja, welche Karten ich gekriegt habe und welche ich Bram gegeben habe, unabhängig davon, ob du mir das jetzt glaubst oder nicht, tendiere ich halt dazu, Bram zu glauben und dann geht die Rechnung wieder nicht aus. Ja, aber nur, weil vorher waren die Karten doch anders, also es wurde doch vorher anders gelegt. Vorher war die Konsequenz nicht so groß, dass er eine blaue gelegt hat. Und jetzt warst du im Zugzwang. Er hätte locker eine blaue verschwinden lassen können und du hast 2 rote. Natürlich glaubst du ihm da. Absolut, ja. Ich bin in Zugzwang. Nee, Moment, in Zugzwang kann ja nicht sein. Also Zugzwang hätte ich ja gehabt, wenn er jetzt rot und blau liegt. Wenn er mir rot und blau gegeben hätte und ich hätte rot gelegt. Nein, ich meinte damit, du hast keine Wahl gehabt. Ja, du hast jetzt einfach nur 2 rote gekriegt von ihm. Ach so, das meinst du. Weil er jetzt legen musste. Es ist halt zu spät sonst. Das heißt, wir vertrauen Dennis einfach, dass er wirklich
drei rote gezogen Alter, aber Dennis auch ist der Liberalste am Tisch. Das ist Hitler doch immer. Hitler ist immer der Liberalste. Nein, genau. Da, du man kann es mal aufhören. Dennis, das Problem ist das Problem, ich aber auch so. Und ich habe halt die Runde vorher schon mit Bram gespielt und deswegen vertraue ich halt Bram eher als die Leute, mit denen ich halt noch nichts zusammen gemacht habe. Ja, kann ich gut verstehen. Vielleicht ist Bram gerade erst wach geworden und kann Rot und Blau noch nicht unterscheiden. Außerdem die Diskussion, Bram nichts, achso, wir reden darüber, Bram nicht zu glauben, ja. Wer hat denn vorhin jemand anderen als Chris als Kanzler vorgeschlagen, abgesehen von mir? Ich weiß, das spricht nicht für mich. Ich. Aber. Bram. Ich hab den dann auch gewählt. Nee, jemand anderen als Chris. Achso, jemand anderen als Chris. Ja, da steht ja. Jay, wir haben uns selber gewählt. Ich weiß, was wir beiden sind. Ja, ich hab Chris vorgeschlagen. Haben uns selber gewählt. Ja, da steht J gesagt. Und Dalu war da. Das hast du ganz genau gesagt. Jay und Dalu. Ja, und Sepp hat sich selbst gewählt und Mikla hat Chris gewählt. Ja, das war doch eine Frage, oder? Ich habe nur gesagt, ich möchte nicht, dass Dalu ist. Ich habe gesagt, ich bin bei Brams Entscheidung. Das wenn du liberal bist, dann schießt du jetzt Dalu. Ich habe falsch verstanden, Bram. Dadurch, ich finde das ein bisschen hart. Also ich finde das wirklich ein bisschen hart, was du hier machst. Bram, du musst wieder die volle Konsequenz tragen. Ja, ich muss wieder, spielen, ey, also genau, am Anfang sage ich hier schon mal wieder, ich bin wieder bereit, die volle Konsequenz meines Handels zu tragen. Das war ganz nice. Aus deiner, gar nicht so Sicht, aus deiner Sicht, Bram, wenn du wirklich drei rote gezogen hast, dann ist Mikkel aus deiner Sicht die einzig logische Konsequenz. Eben. Ja, denke ich auch. Also ich muss sagen, wenn Bram liberal ist. Ich weiß nicht, was du gezogen hast, aber du bei yourself. Das stimmt, aber aus meiner Sicht ist Mikkel dann ein Fascho und das finde ich cool, das zu wissen. Um hier nochmal so ein bisschen die Psychologie am Tisch zu nehmen. Aber dann kannst du eher einen Liberalen treffen. Ich wollte gerade sagen, aber so, also nimmst du lieber die Chance in Kauf, einen Liberalen. 5 gegen 3 ist schon schwer und 5 gegen 2 wäre safe. Also das ist ja schon safe dann. Ja. Kann das sein, dass das ein Seppwitz ist? Ja. Schreibt sich da Hitler dran, den ganzen Dings drüber und ist wirklich Hitler? Ja. Dann mach safe. 5 gegen 2. Was soll noch passieren? Suchen wir jetzt überall Strohhalme wieder. Ich glaub auch. Schieß mich ab, Bram, wenn du das meinst. Also wenn Bram wirklich selbstliberal ist, macht es natürlich am meisten Sinn, Dalu zu vertrauen und in dem Augenblick dann auch wahrscheinlich sogar noch Jay, weil er halt Dalu confirmed hat und somit dann halt Mikkel aus dem Mir Spiel gefällt das gar nicht, dass ich dann ein Team mit den beiden Spacken geworfen habe. Ja, aber weil Dalu auch die ganze Zeit Bram im Schein. Ey, Bram. Ey, du musst nicht mit mir in einem Team spielen. Ich hab gesagt, lass mich raus. Ja, du bist ja auf jeden Fall auch schon mit Christian, also auf jeden Fall auch, ja. Wahrscheinlich. Ja. Und dann wir sitzen in einem Boot. Ja, aber dann ist okay, dass wir in einem Boot sitzen. Ja, wir beide. Jay, aber mit den beiden bin ich auch. Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Jetzt siehst du einfach einen von den beiden, Bram. Vielleicht einfach mal Jay so. Ich würde Peter nehmen. Ja, deswegen. Schießt mal lieber Jay. Weil ich würde auch Blaue legen. Jay bin ich mir nicht so sicher. Okay, also die einzige andere Blaue, die gelegt worden ist, ist die, die Peter gelegt hat, ja? Das ist richtig. Das ist deine Blaue. Also willst du jetzt Peter erschießen, oder? Das ist Peters Blaue. Bram möchte der Einzige sein, der Blaue legt. Ja. Das ist halt die Frage, ob du jetzt die Mindgames rausholst und die Leute lieber erschießt. Das ist Dalus Rote, das ist meine Rote, das ist dein Metagame. Mikkel, also, in den nächsten drei Folgen keiner mehr traut. Also ich fand deine Argumentation mit Mikkel tatsächlich halt schlüssig. Wenn da halt... Das macht halt Sinn. Also aus deinem Blick, ja. Ja. Ja, Mikkel, da tut mir voll Hat irgendjemand leid. Versucht, Mikkel zu safen? Nicht. Weil das finde ich jetzt auch schon wieder strange. Ja, doch, Jay. Oder. Nee, es spricht auch keiner für mich. Moment, redet der aus dem Ich glaube, dass Bram, Dalu, Jay, Chris, irgendwie die Leute sind verdächtig, die Ecke. Ja, hier. wollte ich zuerst, aber wenn Bram wirklich liberal ist, dann macht es keinen Sinn, Dalu rauszukicken. Ich habe nur gesagt, dass ich den drei. Dass ich, die Kugel dass ich mir warum sollte. Dass sie sind. Warum sollte Mikkel. Oh mein Gott, Mann. Warum sollte. Nee, pass auf, ich spring für Mikkel ein. Mikkel hat vorhin das Argument auch gesagt. Warum sollte Mikkel Bram die Präsidentschaft geben? Damit er dann erschossen wird? Nee, weil der Druck des Tisches so hoch ist. Ja, genau. Okay, Bram, jemand setzt sich für Mikkel ein. Jetzt kannst du schon das Mikkel erschießen. Nein, stopp! Pass auf, kurz wie es ausgeht. Wenn Mikkel Fascho wäre, ja, dann würde er doch niemals Bram nehmen. Wenn Bram. Warum das denn nicht? Doch, er musste ja. Natürlich musste er Bram nehmen. Nein, das konnte ich selbst nicht. Nein, hattest du nicht. Mikkel wird doch auch safe dann einen anderen Fascho-Kollegen nehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber er hatte keine Wahl. Aber das konnte er nicht. Wieso konnte er das? Der kann sich doch entscheiden. Es war eine rein liberale Entscheidung, Bram zu nehmen. Wenn der jemand anders genommen hätte als mich, dann hätte er Nein gestimmt. Alle hätten gefragt, warum hast du das getan? Ja, also genau. Da hätte ich mich schon durchgesetzt. Nein, hättest du nicht. Ich sag dir, wenn du den Weißen ermordest, dann haben wir gewonnen. Das kann auch sein. Das ist eine Lüge.
Also ein Bild hat oder was? Blauer am Anfang gelegt und danach nur noch die roten. Der kämpft ja wie so eine Bärenmutter für mich, das finde ich quasi. War danach übrigens keinmal mehr Präsident. Free Mickel! Guck dir mal ganz nah auf das Mopsgesicht von Mickel. Guck dir das an! Guck dir das an! Abrammen! Du kennst sie doch nicht! Bist du Hitler? Nein, natürlich nicht. Wer hat das gesagt? Sorry, da war die logische Das war aus meiner Sicht die logische Konsequenz, das weißt du auch. Ich habe das erklärt, warum selbst das die logische Konsequenz ist. Aus deiner logischen Konsequenz, warum sollte Mickel dir die Präsidentschaft geben, damit Jay, der hatte da keine Wahl. Wenn du der Meinung bist, das ist falsch, dann müsste Bram aus deiner Sicht halt Fascho sein. Ja, ja. Ist er ab jetzt auch. Das ganz war nur, klar. Mickel hatte keine Wahl. Ja, ganz klar! Also jetzt ist hier richtig. Mickel hatte keine Wahl, an sich zu wählen. Und aufgrund der Tatsache, dass da jetzt noch drei blaue drin sein müssten, wenn das nicht der Fall ist, hat Mickel eine verschwinden lassen, warst du die logische Konsequenz. Das verstehe ich nicht, dass keiner geht denn jetzt weiter? Irgendwie gedacht hat, so wie ich glaube, Sepp ist dran, oder? Das war die außerplanmäßige Wahl. Naja, doch, also Jay, ich habe im Vorfeld gesagt, Bram kann selbst Hitler sein. Und das kann er ja immer noch. Er kann es immer noch sein. Aber wenn er liberal war, aus seiner Sicht war das die logische Konsequenz. Das heißt nicht, dass er jetzt liberal ist, sondern einfach nur, dass es seine logische Wahl war. Ich kann Christian wählen. Ich fand das nachvollziehbar. Mickel konnte nicht niemand anderen wählen als Bram und die Wahrscheinlichkeit, dass er eine rote hat verschwinden lassen, ist relativ hoch. Kann jetzt natürlich auch sein, dass Sepp jetzt drei blaue, eine blaue. Dass Sepp jetzt drei blaue zieht. Das wäre natürlich auch sehr schlecht. Aber das ist halt unwahrscheinlich gewesen. Ja, du musst halt hier mit Wahrscheinlichkeiten und Psychologie-Analyse musst du halt gucken. Jay hat verkackt, der denkt, ich bin Hitler. Das heißt, es ist komplette Fehleinschätzung. Ja, das kann aber doch sein. Natürlich, komplette Fehleinschätzung, Peter. Ja, sehen wir dann ja am Ende des Spiels. Ah, okay. Das ist eine ganz schön faszinierende Seite. Ich kann ja jetzt so rot ziehen. Ich brauche jetzt nur einen 50%, oder nicht? Ja, viel Spaß, Sepp. 50% wenn alles klappt. Nee, ich kann nur blau ziehen. Du musst jetzt nicht schon anfangen mit, ich kann nur rot ziehen. Nein, ich kann nur blau ziehen. Nimm Dadosh, Jay oder Dalu. Ja, also zumindest eine blaue. Ja, also die ist wahrscheinlich eine blaue drin, muss ja, jetzt ja da sein. Ja, jetzt schon haben wir das schon das Veto? Nee, das Veto-Recht haben wir noch nicht. Das haben wir Nee. Wie ist denn das? Wer ist denn nicht so Hitler? Wer wird sich als Nicht-Hitler ausschreiben? Aber mich kannst nicht wählen. Ich? Ja, kannst du wählen. Ausschreiben würde ich mich natürlich auch. Ja, das meint ja jeder. Dalu und ich. Dalu hat gesagt, er wollte außen vor gelassen werden, wollte ich nochmal anmerken. Ja. Also. Ist für mich auch fein. Was sagt Dalu wählen? Weil der so viel labert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Hitler ist, für mich am geringsten ist. Peter könnte jetzt sein, weil du liberal gespielt hast, sondern Peter no offense. Das ist richtig. Dalu ist liberal. Ich selbst gehe natürlich von mir aus, dass er nicht Hitler ist. Der andere, der liberal gespielt hat, ist confirmed nicht Hitler. Der könnte natürlich trotzdem Fascho sein, hypothetischerweise. Dadosh, keine Ahnung. Dadosh weiß man halt gar nichts. Ne, Jay schreit halt relativ viel rum. Liberal. Könnte sein, dass der mit Mickel im Team war und sich jetzt darüber geärgert hat, dass ich sein Teammate gekillt habe. Oder auch, dass er halt wirklich eine andere Meinung hatte. Mickel den Liberalen weggeschossen hast, anstatt das Spiel zu beenden mit Peter, der Hitler ist. Ja, aber warum sollte Peter für mich die höhere Wahrscheinlichkeit gehabt haben als Mickel? Das kannst selbst du mir nicht erklären. Also, dass er Hitler ist? Also, habe ich dir doch die ganze Zeit gesagt. Ja, ja, aber außer dass du mir sagst, dass der Hitler ist. Ja, ich habe dir zumindest doch gesagt, warum ich Mickel abschieße. Warum er Hitler ist. Ja, und ich habe dir erklärt, warum Mickel auf jeden Fall liberal war. Oder mit dir in einem Team und du schießt ihn ab. Ja, aber Peter ist doch nicht 100% Hitler. Also genauso können ich und Dadosh ja auch Hitler sein. Also das ist halt kein Argument. Ja, wenn du Hitler wärst, wäre jetzt gerade perfekt, weil dann kannst du nicht gewählt werden. Ja, ich finde das eher gut, dass ich liberal bin und jetzt einen aussuchen kann, eine blaue Karte. Ja, und Dalu hat halt, keine Ahnung, die ganze Zeit für mich geredet. Das heißt, selbst wenn ich Hitler wäre, wäre er eher der Fascho, weißt du? Also, Dave, warum bin ich für dich jetzt confirmed Hitler, möchte ich noch mal kurz wissen. Ja, das ist total, hat er nämlich noch nicht erklärt. Confirmed war zu viel gesagt, aber du bist für mich am wahrscheinlichsten gerade von dem man wählen kann, Hitler. Von der Spielweise, genau. Ich würde warum? Tatsächlich ich weiß, tendieren ich zwischen bin liberal. Dalu ist liberal, Dalu. Confirmed von mir. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil es ist meine Sicht. Dadosh verstehe ich. Und Dadosh, der hat bislang niemals als Präsident eine blaue legen können, dann heißt... Er war noch nicht mal dran. Er war noch nicht mal dran. Von der nicht. Und Peter, du hast eine blaue gelegt als erstes und damit wärst du für mich aktuell der am wahrscheinlichsten Hitler ist. Der weil ich am liberalsten gespielt habe? Ja. Aber Bram hat am liberalsten gespielt. Nein, Bram war drüber. Bramin war drüber. Okay. Bram hat jetzt, Moment, laut Dalu ist Bram zu krass liberal und laut Jay Fascho. Bin ich Fascho, ja. Der Bram hat halt gerade Mickel kaputt gemacht, das ist immer noch nicht kaputt. Ich hab eine Frage, aber du musst doch nachvollziehen können, warum ich das gemacht habe oder nicht. Oder kannst du das nicht? Nee. Okay, dann versuch ich das gar nicht mehr. Ich hab eine Frage an den Tisch, Leute. Also, rein strategisch, Sepp, was nimmst du denn ist es sinnvoll,
Dardosch als Kanzler zu wählen, weil falls er eine blaue weglegt und eine rote forst, erschieße ich ihn und er wäre als nächstes Präsident auch gar nicht Hitler dran. Ist? Ich will eine random Theorie in den Raum Hitler werfen. Hitler kann für mich halt jeder aktuell sein. Außer Christian. Okay. Naja, abgesehen davon, wenn wir über Mindgames reden. Du glaubst also, ich bin Fascho, ja? Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Okay, aber dann habe ich ein paar Mal gesagt, Dalu ist confirmed liberal. Warum überlegst du dann nicht mich aber wenn oder du, also du kannst halt auch Fascho sein, also ihr seid im gleichen Team. Das ist Ich glaube nicht, dass wir im gleichen Team sind, weil ich und Jay ganz unterschiedliche Meinungen haben zu den Leuten am Tisch. Es kann sein, dass Jay halt Fascho ist, weil auch dazu passen würde, dass er sich über Mikkel aber dann so würde er aufregt. Jetzt nicht so krass für Dalukat sich stark machen, den als Kanzler zu wählen. Nee, er hat keine andere Wahl. Nein, er hat auch noch Dardosch mit reingerufen und will dich töten, Peter. Ich will mal ganz kurz sagen, wen Jay auf jeden Fall nicht gewählt haben sehen möchte. Dich. Ja, genau. Warum reden wir denn sehr liberal? Da stimme ich leider Jay sogar zu. Was ist denn eure Meinung zu der Dardosch-Idee? Wir wissen zu wenig über Dardosch. Der Präsident hat einen Vorschlag gemacht, Dardosch zu wählen. So, und Dardosch geht entweder hin und legt eine Rode, dann wird er von Sepp erschossen, weil Sepp weiß, was er ihm gibt. Und wir haben als nächstes den Präsidenten. Oder er legt halt eine Rode, weil er dazu geforst wird. Also weiß Sepp, okay. Dann gibt es Streit und er schießt mich trotzdem, aber dann wisst ihr halt, ihn dürft ihr auch. Ja, das ist okay. Also in beiden Fällen verschwindet Dardosch vom Tisch. Moment, stopp. Aber da gibt es ein Problem. Wenn Mikkel liberal ist, und das glaube ich nicht, dass Sepp Fascho ist und Dardosch dann trotzdem erschießt, dann sind wir 3-3 und das wäre kacke. Ah, das wäre kacke. Dalu. Ja, ich ja, habe ja auch gesagt, das glaube ich nicht. Also erstmal bin ich trotzdem kacke. Ich bin halt safe kein Hitler. So, also würde ja, irgendjemand vom Tisch, Adolf, dass ich Hitler bin, das dass ich so spielen würde. Boah, keine Ahnung, wie du spielen würdest. Du bist so ein Küken hier am Tisch. Ich habe einfach eine andere Taktik, weil mir geht es darum, dass der nächste Präsident nicht dann die das Power Peter, hat. Ne? Also wenn Dardosch Präsident wird und ein Fascho ist und ich jetzt einfach ihn nicht mit einbeziehe und jetzt Dalu wähle zum Beispiel und die Wahl durchgeht, wir legen eine blaue, alles super, dann hat nach mir eine Fascho die Möglichkeit, jemanden zu erschießen. Wieso, wir können doch Nein wählen. Wir können doch Nein wählen. Ja, aber wir wissen von Dardosch ja bisher noch überhaupt nicht. Aber der Vote jetzt warum macht doch viel Nein aus. Wählen? Warum? Weil wir okay. Also werden wir bei Dardosch gleich auf jeden Fall Nein wählen? Dann wählt das Peter Bram. Wieso das kommt halt drauf an, welchen Kanzler er auch wählt, wenn Dardosch dann noch leben sollte. Aber ich finde die Idee aber erstmal nicht schlecht. Also danach, ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen, Sepp. Also entweder wenn du liberal sein solltest, oder kann ich den Gedankengang nachvollziehen, warum du das so tun würdest, wie du tun möchtest. Also mit mir machst du keinen Fehler, was den Kanzler dann angeht. Ne? Also du willst mir jetzt den Kanzler geben, richtig? Hm. Ja, um zu überprüfen, ob du halt okay. Bruder bist damit und danach. Ja, ich muss, also die letzten Male, wie gesagt, was als Liberaler. Bram, was war das für ein Fehler? Genau, ich habe auch keine bessere Wahl. Darf ich nochmal, ich würde eine Sache gerne nochmal einwerfen. Weder Sebastian noch Dardosch haben bislang irgendwie blaue oder rote Karten als Präsident gelegt, sondern waren bislang immer nur Kanzler, weil sie jetzt erst dran sind. Ja. Aber ich habe mich immer zu gestellt. Bei 8 Leuten, also, aber es ist nicht so, immer. Dass ich das nicht wollte. Ja, aber wir haben immer Leute übersprungen, die halt am Ende dran waren, wenn sie nicht confirmed irgendwie liberal waren. Warum lassen wir jetzt einfach... Aber wer ist denn confirmed liberal außer Bram in deinen Augen? Dalu. Genau. Wäre dann nicht Jay, wäre dann nicht, nach dem, was du so für Annahmen hast... Und Bram ist nicht confirmed liberal. 100%. Wäre dann nicht, nach dem, was du gerade so für Annahmen hast, aus deiner Sicht... Das Logischste, zweimal Nein zu wählen, Peter zum Präsidenten zu machen, weil der ja angeblich Hitler ist und deswegen dann nicht Kanzler aber werden kann. Und der aber dann kriegt er die. Ja, aber Brammen, Peter muss Brammen. Wir müssen irgendwie nochmal schaffen, dass wir nochmal Brammen wählen können. Aber in eurer Perspektive, wenn ich Hitler bin, wäre ich ja ein Böser. Dann dürfte ich ja auch nicht Präsident werden. Genau, also das finde ich auch keinen Sinn. Also, es kann halt wirklich sein, dass Sepp oder Dardosch einer von denen blau ist, aber könnte auch sehr gut sein, dass einer von denen rot ist. Ja, kann natürlich sein. Ja, okay, Jay, das kann bei jedem sein. Das ist eine ganz tolle Aussage. Also jetzt in dem Augenblick ist das nicht so, dass man uns überspringen glaube, sollte dass Mikkel mit deiner Aussage. Ja, das, okay. Ja, aber was du glaubst, ist halt du bist die eine Person am Tisch, die das glaubt. Ich glaube nicht, dass Mikkel liberal war. Ich glaube nicht, dass Mikkel Fascho war. Ja, und ich glaube, Jay ist der andere. Unterschiedliche Meinung. Ja, und genau, und weil ihr so zusammen seid, ist das zumindest eine Möglichkeit. Okay, alles klar.
Ram? Ja, ist eine Möglichkeit. Also ich weiß halt nicht, wer die bessere Wahl wäre als Kanzler, außer dadurch, abgesehen von mir selber natürlich, aber keine Ahnung, wir lassen euch vom Gift weg. Ey, sein eigenes Grab geschaufelt, ey, der Arme. Oh Mann. Ram, was sagst du so? Ja, ich verstehe deinen Hintergedanken. Also für mich wäre Dalu auch cool, aber das wäre halt, also dann müssten wir halt dadurch als nächstes überspringen, in meinen Augen. Müssen wir ja vielleicht nicht, weil er kann ja Bram wählen. Ja, aber wenn ich ihn jetzt nicht checken kann, ob er halt ein Fascho ist. Haben wir nicht das Veto dann? Ist das nicht was Gutes? Was? Nee, das Veto haben wir nur, wenn einer eine rote Karte noch kommt. Ich hatte erst den Gedanken, dass vielleicht du und Peter vielleicht irgendwie noch Richtung Dadosh gehen wollen würden. Aber da du mir quasi die Wahl lässt, kannst du Dadosh nehmen. Ich sag die volle Konsequenz meines Handelns. Du machst also keinen Fehler, wenn du mich zum Kanzler machst. Also du machst damit absolut keinen Fehler, das kann ich dir echt sagen. Ja, das ist der dümmste Satz immer, aber ja, naja, ich bin dabei. Aber der soll spielen. Ja, du kannst im Zweifel wegknallen und die Wahrscheinlichkeit... Ja, ich hab halt nur, also mir ist halt eigentlich egal, ob er Fascho ist oder liberal, ich will nur nicht, dass er Hitler ist. Das verstehe ich. Er hat aber bis jetzt nichts gemacht, außer eine Rote gelegt, die geforst war. Das kann aber auch nicht. Ich habe eine Blaue gelegt, die erste. Nein. Doch. Ich hatte 3 Rote gezogen, Alter, und du hattest keine Wahl. Hier. Ach. Okay, ich habe ihm blau und rot gegeben. Ja. Wisst ihr doch mal, was die Veto-Power ist, sonst erkläre ich euch, euch das gerne. Ich das kann der Kanzler angelesen. Machen, oder? Genau, wenn jetzt, ist ja egal, also wenn jetzt hier die 5. Rote wäre und Sebastian jetzt quasi irgendwen wählt, ist ja auch egal, dann kommen ja die 2, wird eine rote oder eine blaue abgelegt und dann sind 2 Karten übrig und dann kann der Kanzler sagen, je nachdem, was halt ist, wenn da 2 rote sind, 2 blaue sind, je nachdem, ob es Fascho oder liberal ist, ne, kann er sagen, ich würde gern Veto machen. Wenn also er darf sich die vorher angucken. Dann, genau, und wenn letztendlich dann auch der Präsident zustimmt, okay, wir machen Veto, dann geht's weiter. Ist das jetzt schon? Moment, wo die da hätte ich noch diverse Fragen zu. Es geht weiter, heißt, die 2 Karten kommen dann auf den Ablagestapel. Also alle Karten kommen auf den Ablagestapel. President does not consent, the Chancellor must... Achso, okay, ja. Was? Also wenn der Präsident zustimmt, wenn die der Präsident beide dann, dem Veto zustimmt, kommen die beide auf den Ablagestapel. Und dann geht's normal weiter. Zählt das denn dann als, hier wird dann der was ist da denn steht überhaupt? Nicht, dass da der goldene, ist ja, das goldene die Wahl Ding, ist ja die Wahl durchgegangen. Ist zustande gekommen. Ah, ja. Genau, da steht nicht, dass das goldene Ding weitergesetzt wird. Okay. Ja, dann weiß ich zumindest Bescheid. Nur damit ihr Bescheid wisst. Keine Ahnung, was also, du ja Stuff. Also, lieber Tisch, Dadosh wäre okay. Nee. Ja, ist ja. Auf jeden Fall eine Wahl, die ich verstehen kann, sagen wir es mal so. Ist okay. Ja. Ich habe auch keine bessere Idee, ist das Problem. Nee, ich jetzt auch irgendwie nicht so. Also, ja. Okay. Ich wäre eine gute Idee gewesen. Das weiß er halt nie, Peter. Also, das weiß ich ja bei mir. Vorhin wusste ich das ja auch, aber das ist halt. Vielleicht ist Dadosh auch eine gute Idee. Wir gucken mal. Gucken wir mal, was passiert. Dadosh, bitte sei nicht Hitler. Ich wollte gerade sagen, Sepp, bitte, gib mir die Wahl. Okay, bist du Moment, nicht Hitler? Bist du Hitler? Nein. Ja! Nice! Boom! Das ist gut. Wow. Guck, glaubt jetzt irgendjemand am Tisch eigentlich, dass ich Fascho bin? Nur so rein nebenbei. Ganz kurz angemeldet. Guck mal in Dadosh. Ich komme drauf an. Ich glaube auch jetzt, ehrlich gesagt, nicht mehr, dass Sepp Fascho ist. Nacht, was war das für ein Geräusch? Wieso machst du sowas? Das hat sich angehört, als wenn sich beschwert, was für Karten du gekriegt hast, ne? Was ist los? Die Schmeißen. Boah, war sehr lange, der Sepp. Moment, muss ich irgendwas machen oder Sepp? Ich glaube, der sitzt gar nicht mehr auf seinem Stuhl. Du musst warten. Wieso braucht Sepp denn so lange? Was soll das denn? Tauscht er die Karten aus? Warum hat er was gesagt? Warum war das so ein Wort? Ja, eben. Das macht dich nicht liberaler, mein Freund. Vielleicht ist Sammy wieder irgendwie. Okay. Alter, was stimmt denn mit dem Jungen nicht? Hat er vielleicht Disconnect? Ja, das wäre jetzt meine... Ich bin auch da. Okay. Nee, dann kann ich reden. Alter, Sepp, du guckst dir 3 Karten an, gibst 2 davon weiter. Was ist daran so schwer jetzt? Ich darf halt nichts sagen, sonst kann ich ja hier meine Strategie direkt mit euch hier. Ja, du darfst doch nichts sagen, deswegen sollst du die Karten weitergeben. Was macht man denn? Ja, dann lass mich doch mal meinen Zug machen, Mensch. Okay, dann red mal an den Tisch. Was macht man denn als Blauer so für eine Strategie? Die Blauen vielleicht an Dadosh geben. Ja, fragen kannst du dir mit Ich weiß, wer das Problem ist. Der hat 2 Blaue auf der Hand. Ja, aber dann gibt er dem doch 2 Blaue. Ist doch super. Dann würde ich dem auch 2 Blaue geben. Hä? Aber wir dürfen da gar nicht drüber reden. Sonst ich wollte gerade sagen, wir dürfen darüber reden, aber die Laberei von, also das ganze Getue davon selbst, das lässt schon wieder komische Schlussfolgerungen. Ich möchte nur kurz anmerken, wenn er mir jetzt 2 Rote gibt, dann
wollt ihr ihn mich trotzdem erschießen lassen? Ja, gut, er kann halt erschießen, wen er will, ne? Das ist das Problem. Achso, Moment, er erschießt! Fuck! Ja, selbst schuld dadurch. Also, wenn du zwei blaue auf der Hand hast, gibt dadurch beide blauen Sachen, dass du zwei blaue hattest. Dann haben wir nämlich eine blaue. Oh Gott, die war blau. Da passiert was. War die blaue? Da war zu weit, die Maussense ist zu hoch. Ah, okay. Hast du beide blaue? Bram hat es richtig erfasst. Ja, ich hatte beide blaue. Mein Move, meine Intention war ja, dadurch zu checken, ob du hättest halt mir die Wahl cool geben können. Nicht. Müssen sogar. Ist aber irrelevant, weil dadurch. Halt, wir haben ja nur noch einen. Oder das ist halt echt ärgerlich, dass du die blaue nicht entfernen konntest, Sepp, ne? Was? Da liegt der blaue, Jay. Warum bist du immer noch dagegen? Oh, Jay, ey, weißt du, du bist einfach so ein Trash-Talken. Sepp war einfach nur verwirrt. Sepp, du hättest ihm easy die zwei blauen geben können. Ja, dadurch ist nicht mehr Fasch. Ja, ich hab ihm auch easy die zwei blauen gegeben. Ja, aber du hast ganz schön lange dafür gebraucht. Und ja, aber ich wollte ihn doch eigentlich checken. Meine Grundintention war zu checken, ob er ein Fascho ist. Wenn er ein Fascho gewesen wäre und die rote geforst hätte, hätte ich ihn direkt erschossen und wir hätten einen Fascho weniger am Tisch. Das hättest du machen können. Ja, ja. Das ist durchaus ein Gedankengang, den ich nachvollziehen kann. Das war, ja, weil Problematik jetzt ist er Präsident, Peter, und jetzt wissen wir nichts über ihn. Doch, er ist. Doch, ich bin absolut. Wer ist der Fascho, Alter? Also, so wie ich. Also, wer glaubt, okay, woher nimmst du das denn, Peter? Sagen? Pass auf, Sepp. Er wollte auf jeden Fall gewählt werden und ist nicht Hitler. Hä? Du hättest mich in die Moment, war das schon das Ende der Argumentation? Nee, ich verstehe, was Peter meint. Ich verstehe, aber was Peter meint. Aber dadurch gezwungen, eine blaue zu wählen. Er konnte ja gar nicht nur. Aber ich wollte die Wahl hätte ja auch anders laufen können. Ich wollte auch die Wahl haben. Ich wollte, dass er mir 50-50 gibt und so weiter. Also ich wollte mich confirmen lassen. Da hast du eine oder zwei. Nee, verdammt, die andere hat Mikkel gezogen. Das heißt, das sind jetzt drei rote drunter. Ich hatte zwei blaue. Wie, die andere hat Mikkel gezogen? Nee. Ja, deswegen habe ich ihn noch erschossen. Stimmt. Also könnte oder du hast sie verschwinden lassen, ja, das geht immer noch, also einer von euch beiden. Auf jeden Fall kann dadurch sich jetzt nicht machen, wenn er als Kanzler ist. Nee, ey, wenn er Fascho ist und du Hitler. Dadurch, ne? Ja, aber warum hat er die dann nicht verschwinden lassen? Also warum sollte er mir dann überhaupt noch die Wahl geben? Warum sollte vielleicht er war er Hitler tun? Und du Fascho und er wusste nicht, dass du Fascho bist und hat dir... Genau, also, so kann ich auch dadurch wählt Christian. Ja, kann ich Hitler kommt also irgendwas bei raus. Genau, dann geht er vor. Danach werden die Karten neu gemischt. Peter wählt Bram, Ende Gelände, zack, zack. Nee, also, dadurch kann doch jetzt Bram wählen, das ist doch eigentlich auch cool. Ja, aber dann safe könnte, eine rote. Ja, aber genau, dann kommt eine rote. Oh, und Brammen kann immer noch Hitler sein. Ja, das nein. Natürlich kann er ja, da. Ja, okay, du kannst aber Christian wählen. Ja, ich würde jetzt, Christian ist auf jeden Fall kein Hitler. Warum sollte ich denn Christian nicht wählen? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist der selbste Moment. Richtig, machen das kann. Richtig. Ja, das ist fein. Das ist fein. Ja, okay. Für mich. Also, cool. Dado kann ja sonst. Also, das ist jetzt meine Argumentation. Das war mein Plan. Zieht daneben. Hä? Du wolltest doch, dass du hast Bram gesagt, nein, will. Ich hab gesagt, du willst Christian, dann kommt Nerone und dann will Peter Bram und dann ist Ende. Genau das war mein Satz. Wieso hast du dann nicht beschwert, als ich das gesagt habe? Will ich jetzt hab ich nicht. Du kannst da zurückspulen. Genau das ist mein Satz. Jetzt ist doch mal ein Slow-Mo. Ganz ehrlich. Das ja, war mein Satz. Guck mal, der darf gleich schießen. Aber wer sind denn die Faschos hier am Tisch? Mir fehlt immer noch einer. Schießen. Ich misstraue nicht dir, ich misstraue dem, der die Waffe in der Hand hat. Ja, verständlich. Ja, pass auf, bist du dir immer noch die Möglichkeit, dass ich mich hier vertan habe und da jetzt der Blau drunter liegt? Da könntet ihr ausmachen. Ja, das wäre natürlich schön. Das wäre natürlich geil. Aber dann wär meine Argumentation aber trotzdem nicht falsch gewesen. Wenn Mikkel liberal wäre, dann wäre jetzt aber die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass Christian oder Dadosch Fascho sind. Und jetzt irgendwie hier eine Rote. Oder halt Jay, Dalo und Peter. Und ja, genau. Genau. Ich bin im Wald nämlich jetzt irgendwie. Ja. Jay hasst mich und sagt die ganze Zeit, dass ich Hitler bin, genau. Weil wir oh, keine Nines. Doch! Da ist ein Nein, das ist ein gutes Zeichen. Nein. Das ist ein gutes Zeichen von Jay. Durch. Hitler kann er ja nicht sein. Hans Zimmer. Ach so, doch, ich bin Hitler. Surprise, Motherfucker. Dadurch, du musst drei Karten ziehen, ne? Achso, ich muss drei Karten ziehen, ja. Ja, genau. Also alle drei. Jetzt drei Karten. Komm, es gibt ja eine blaue, so spannend, machen wir aus. Ey, das macht mich wahnsinnig. Mikkel, da warst du Bauern auf Feind. In beiden Fällen haben wir gut gespielt. Wenn das jetzt passt, das war jetzt die blaue Wetten. Ja, das ist die blaue. Ciao, ciao, Sieg. Das ist nämlich doch fast. Dadurch, komm, verrat dein Team und. Weh liberal. Wer ist noch? Oha. Ich hab ein bisschen Angst. Dauert mir alles schon zu lange hier. Nicht so gut. Chris ist Fascho.
Ich, er hatte die Chance. Er hatte die Chance. Ernsthaft? Ja, er hatte die Chance. Das stimmt nicht. Er hatte die Chance. Ich habe eine rote abgelegt, ich habe eine rote abgelegt, eine blaue und eine rote bekommen. Du hast mir zwei rote gegeben. Ja, das sagt er, natürlich sagt er das jetzt. Er ist Fascho. 100%. Du willst mir jetzt ist eh egal. Ist eh egal. Dadurch soll, weil dann will, ja, ist ja... Kannst du mir erschieße also safe Fascho. Dadurch will ich einfach mal erschießen. Ja. Du hast was dagegen, Jay? Ja. Okay, die beiden sind halt das Team dann. Okay. Ja, auf jeden Fall. Das ging schnell. Also er ist 100%, also keine Diskussion. Ich hab, er hatte die Wahl, er hat die Fascho-Karte gelegt, er ist Fascho. Fertig. Wir haben auch gar keine... jetzt auch gar nicht mehr äußern und so weiter. Das ist nee, was soll der? Er hat sich doch geäußert, er hat gesagt, er hat es nicht gekriegt. Also was willst du für... Ja, ja, Jay, doch einer sagen, soll ich sagen, yo, ich war... Ja, du hast recht. Jay ist der andere geht, Boy, dann, wenn er aber so... Aber wie wahrscheinlich... Also, das geht ja, jetzt da, wirklich er hätte, da, er hätte dann jetzt... Ja, aber für mich ist ja so. Also er hatte die Wahl, er hat die Karte... Wir hätten das Spiel beenden können. Das Problem und ist, jetzt wählt kann sowohl der Peter Christian als auch Dadosch halt recht haben, das wissen wir halt nicht. Nee, Dadosch. Wie? Nee? Nee. Bram wählt gleich mich. Moment, was? Peter? Weil Bram Peter ist für mich immer noch nicht 100% liberal. Bram geil. Ist der einzig liberale. Ich muss sagen, ich würde jetzt Peter auch eher nehmen, weil Jay explizit jetzt. Also kann für mich ist Jay nehmen. Jetzt ein Chris-Team. Für mich ist Jay ein Chris-Team. Ja, dann, ist ja. Er, dann sind da nur noch Liberale am Tisch. Jay wollte Peter halt. Ja, wir haben doch noch einen Hitler. Nee. Ja, Jay vielleicht selbst. Ja, das kann sein. Ja, okay, das stimmt. Ja, klar, okay. Kann sein. Also. Jay hat sowohl Christian als auch Mikkel verteidigt und wir lassen Dadosch und Jay einfach raus. Easy win. Ja, meinetwegen. Also, wenn ihr meint, dass so die Liberalen gewinnen können, dann ist das Ding für mich auch okay. Also, wir haben einfach schon auf jeden Fall weniger am Tisch. Safe. Stopp. Ich habe hier gerade mein Secret, ich habe das nicht in den Regeln gesehen, ja. Ich sehe in meinem Secret-Hitler-Spiel, weil ich gerade ausgepackt habe, 6 blaue Karten. Ja, so Sepp wie in dem Spiel 2. Hier auch. Ja. Die ist doch abgelegt worden, das heißt, es waren 3 rote, die Dadosch gezogen hat. Nee. Yes. Nein, die ist doch gelegt worden. Es gab noch eine. Es gab noch eine blaue, theoretisch. Wenn Mikkel also die nicht weggelegt hat. Genau, echt? Wir sind davon ausgegangen, dass Mikkel die weggelegt hat. Hat er scheinbar nicht. Wurde trotzdem erschossen. Das wissen wir also halt die nicht. Theoretische Möglichkeit gibt's noch. Also, aber es gibt theoretisch auch noch die es Möglichkeit, halt alles, dass Dadosch ein Böser ist, ne? Also, ja, das kann genau. Doch immer sein. Das ist doch egal. Es spielt doch keine Rolle mehr. Ja, ist auch relativ egal. Doch, Dadosch spielt dann eine Rolle, wenn Peter jetzt doch Hitler sein sollte. Er mich wählt, er zieht von mir aus, lässt eine blaue von mir aus doch verschwinden. Und ich würde ein Veto anfangen, er sagt nein, ich muss dir legen. Ja, das macht natürlich noch Sinn. Okay, aber wie machen wir es dann zu Ende? Die ultimative Demütigung. Wie bringen wir es denn dann zu Ende? Wir machen das jetzt so zu Ende, indem Bram mich wählt. Ist für mich auch fein, weil, aber warum Sepp? Also nur die Frage, ist für mich auch fein, weil ich bin der Meinung, Dadosch und Jay lassen wir raus. Ja, aber womit? Ja, mit allem, was ich getan habe. Hallo, ich bin ja wohl genauso liberal in meiner Herangehensweise wie Sepp gewesen, mindestens. Okay, dann ist Sepp nicht liberal, ja? Nein, aber das war nur ein Scherz. Also, wenn er so liberal ist wie du. Also, Bram, also, was meinst du? Die Aktion glaube ich dir auf jeden Fall. Bram, was ist denn dein Plan? Und so empört darauf reagiert und du, wenn hast du gut gespielt. Kriegst von die vollste Verantwortung von Alter Vater, ey. Ja, die könnten beide Hitler sein. Klar, kann sein. Weiß ich nicht. 50-50 Chance. Ne, wobei muss nicht. Der kann das auch noch Hitler dann sein. Dann seit Anfang an, Bram. Nimm dann einfach mich. Okay, wir wählen jetzt erstmal, dass Peter nicht Präsident wird. Dann musst du wählen. Richtig. Das finde ich schon beschissen. Warum, Peter? Warum findest du das beschissen? Ich finde das selber auch okay. Weil ich liberal bin. Ich finde das selber auch okay, Peter, dass du wenn ich übersprungen werden würde, damit Bram Präsident wird, weil... Ja, ich weiß ja wohl von niemandem mehr, da der liberal ist, als von mir selber, oder? Nein, von Bram weiß man das mehr. Aber dann würdest du eher Kanzler werden wollen, weil du weißt, du bist nicht Hitler. Also selbst wenn Bram Hitler wäre, würde ich lieber Kanzler werden. Dass ich als Kanzler gewählt werde. Ich möchte mal anmerken, dass ich jetzt glaube, dass Dado halt 100%ig liberal ist, weil Jay ihn halt konform musste als liberal, weil sonst hätte er halt Streit gegeben. Das heißt, Dankeschön, Bram macht das Ding zu Ende. Natürlich, wir also, müssen jetzt aber safe zwei Liberale kriegen. Also ja, kein Bram wählt Dalu. Bram wählt Dalu. Nee, das glaube ich nicht unbedingt. Warum nicht? Weil ich nur von mir weiß, dass ich liberal bin. Wir spielen 5 gegen 3. Ja, das
das ist mir doch egal. Aber irgendwo müssen die Faschos ja noch. Ja, okay, komm, dann lass uns Stimme, kann nichts mehr kippen, oder? Aber Sepp, vertraust, also vertraust du mir oder vertraust du mir nicht? Du, oder bist du nicht sicher? Also willst du mir ich nicht bin vertrauen? Ich bin mir nicht sicher, okay. Und mir ist es aktuell auch egal. Es kann gut sein, dass das so ist. Sepp übernimmt die vollste Verantwortung für sein Handeln. Jetzt ist erstmal Peter dran. Ja, so. Peter, wollen wir, also bist du damit auch konform? Geht es für dich klar, dass wir die überspringen? Für mich ist cool, wenn Bram Dalu wählt. Okay. Ja, für mich auch. Weil jetzt in meinen Augen ist halt Jay der Bösewicht und der hätte sonst, glaube ich, nicht Dalu. Gut, dann wähle ich Dalu. Wenn zwei unterschiedliche Leute... Ey, wir spielen 5 gegen 3, vielleicht müssen wir uns auch gar keine Sorgen mehr machen. Genau, vielleicht waren die tatsächlich beide ja. Und der ist Hitler. Ja, kann sein. Also jetzt, also das ist die safeste Variante, die wir machen können. Für dich, Sepp, natürlich persönlich nicht. Für mich ist sie das auch nicht persönlich, weil ich auch weiß, dass ich liberal bin. Aber von dem Spielfeld, was wir jetzt zur Verfügung haben, ist das der einzige Move, den wir machen können, der am meisten Sinn macht, oder nicht? Jay hat mich als Liberaler confirmed und sich für beide eingesetzt, die gestorben sind. Habt ihr nicht vorhin gesagt, dass mein Move vorhin super liberal war? Nein, dass ja, stimmt, dass du Peter, und dass ich die zwei Blauen dann gelegt habe und geforst habe. Peter will mich. Aber die hast du erst gelegt, nachdem ich dich auch darauf hingewiesen habe, dass du das tun sollst. Aber ja, weil ich halt nicht weiß, was halt das... Kanzler. Weil ich halt ihn zum einen aber halt prüfen wollte... Was spricht denn gegen die Konstellation, Sepp? Dass ich bei mir halt mir sicher bin. Okay, an den Rest. Macht Sepps Stimme einen Unterschied? Können wir das nicht einfach ohne Sepp durchziehen? Nee, warum ist keiner für mich? Das frage ich mich. Sepp, das ist ja okay, aber nimm doch mal die Grundlage ja, von Jays Sicht aus. Gerade einfach nur wie in die Länge ziehen. An. Jay hat sich für beide eingesetzt, die gestorben sind. Musste mich konfirmen, wenn er wirklich Hitler ist. Die beiden, die tot sind, sind nicht Hitler. Ja. Und Jay hat sich für die beiden eingesetzt. Und er musste mich konfirmen, weil wir so einen Stress gehabt hätten. Das hätte ihn doch niemals Peter. Dazu genommen, nochmal gewählt zu werden. Ja. Das Ding ist doch durch. Du sagst die ganze Zeit, dass ich Hitler bin. Wir müssen uns gar keine Sorgen mehr machen. Komm, wir machen das zusammen. Ich denke auch, jetzt, Sepp. Weil, jetzt kommt weil auf einmal um hey, also ihr könnt das entscheiden. Also ich bin hart dafür, dass cool. Wir dann überspringt mich. Ich wähle jetzt einfach nein. Jemanden. Jay. Also wir springen auf jeden Fall Peter. Ja, wähl Jay. Den nehme ich. Wehe trollt jetzt auch. Nein, ich hab Nein gemacht. Ich hab auch Nein gemacht. Ihr macht Nein, ja? Ja, Nein. Ja, du müsst Ja machen. Mann, das ist super wichtig. Hallo. Das wäre jetzt mit drei Leuten sich auf Spaß. Kann denn jemand muten oder so? Oh Mann. Ne, das finde ich nicht gut. So, mal gucken, ob der Move jetzt richtig war. Oder wer hat krass gespielt? Oh. Aha, Dalu, aha! Du willst also gewählt werden, sag ich, musst aber tun. Das ist aber verdächtig, ja, jetzt. Ihr seid ja, also ich vertraue euch einfach. Ja! Ja! Jawoll! Jawoll! Scheiße. Jawoll! Sehr gut, Dalu. Sorry, dass ich euch am Ende noch davor. Nein, sorry, Jay. Das hast du genau richtig gemacht. Das war genau das Richtige. Ich hab's doch gesagt. Das war zu. Ja, Sepp, das hätte aber auch anders sein können. Was willst du machen? Ja, da muss man aber mal der größte Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Dadurch hundertprozentig liberal ist es mir später erst eingefallen. Hätte man daran merken können, wenn ich 2 Rote gekriegt hätte, hätte ich einfach Veto gesagt. Nee, das ging noch nicht. Das war dann noch doch, nicht. Doch, klar. Nee. Als du mich erschossen hast, hätte ich Veto sagen können. Hä, nein, nee, das wenn du tot bist, bist du tot. Nee. Ah, schön, Jungs, ja? Wenn du tot jetzt bist, dann nicht. Ich hätte die Rote gar nicht loben müssen. Mikkel, du warst unser Federmann, ne? Jetzt. Nee. Ohne dich hätte das nicht geklappt. Ja, Bram, ich hatte wirklich 3 Rote gezogen, ne? Also. Ja, habe ich jetzt am Ende auch gemerkt. Unter die Räder Dadosch hat das erste Mal aber schon denied. Wir hätten es hier schon gehabt und dann hast du alles erzählt, wie es war. Ich habe am Anfang gedacht, das ist richtig scheiße, dass ich 2 blaue und 1 rote gezogen habe, weil ich dadurch auf jeden Fall eine blaue von Bram auf den Tisch liegen. Nein, Sepp, das war schon richtig, aber es tut mir auch leid, immer dagegen zu reden. Tatsächlich, das war gut war. Was willst du machen, Sepp? Hätte auch anders sein können. Alter, ja, das zuhören. Startet ist. Ja, ich hab dir zugehört, Sebastian. Du hast keine guten Argumente gebracht. Mein Argument außer, ich weiß, dass ich liberal bin. Das war dein einziges Argument. Nein, mein Move vorher war ja auch super liberal. Und meine waren auch Bram super liberal, bis ich eine Rote dahin legen musste, weil das Spiel sonst ausgewiesen wäre. Ja, Christian hatte mein vollstes Trust. Bram, ehrlich, ich wusste, dass du kein Hitler bist. Ich wusste es. Ich wusste es. Der Song auf jeden Fall. War eine krasse Runde. Boah, krasse Runde. Alter, ich hätte niemals. Ich hab's ja die ganze Zeit gedacht, Alter. Schade, das wären die nächsten Züge gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass wir das gewinnen. Wirklich nicht. Ja, das war die Konstellation am Anfang war halt für euch sehr, sehr gut zum Ende das hin, dass du halt Dalu, dass ihr euch die ganze Zeit gestritten habt. Das ja, war halt Mikkel perfekt. Konnten wir mit reinziehen, einfach als Opfer. Ja. Er war aber wobei ich nicht, das, ich hab's einfach nicht hundert, also bei Mikkel war ich nicht sicher. Mikkel hatte einfach Pech. Für dich gekämpft, Mikkel hatte einfach Pech. Ich war auf deiner Seite, Mikkel. Ja,
Das, was mich überzeugt hat am Ende, war einfach, dass ich wusste, dass, dass Jay halt auch Fascho ist. Was? Und deswegen war mir halt, war ich mir eigentlich sicher, dass es da noch nicht sein kann, weil die am Anfang, die haben eigentlich die ganze Zeit rumgezickt. Ja? Echt, es ist auch, es ist richtig bitter, wenn alle drei Faschos hintereinander sitzen. Das ist ja, so schlecht eigentlich bei 3 gegen 5. Ach, das ist halt der Zufall, ne? Das war aber ein gutes Spiel. Also, das hab ich eigentlich war echt gut Spiel. Bezogen, war echt gut, ey. Gebt Applaus. Irgendwann gewinne ich mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Hauen Sie rein. Bis dann. Tschüss.